Ja, soweit letztlich sozusagen meine Bilder, das, was mich bewegt. Gerne jetzt ist Raum für Fragen und vor allen Dingen für die Diskussion, für den Austausch, weil genau davon, genau da geht es ja im Endeffekt darum, darüber nachzudenken, in Frage zu stellen, zu kritisieren, anzunehmen, zu erkennen. Im Endeffekt, Erkenntnis passiert nur im Dialog. Nur wenn ich im Endeffekt etwas Neues erfahre, etwas Neues anfange zu denken, kann ich überhaupt Erkenntnis gewinnen, weil von alleine stellt sich die nicht ein. Und genau, ja, freue ich mich darauf, mit Ihnen allen jetzt zu sprechen. Wenn ich jetzt eine Wohnung vermiete, ich verlange dafür irgendeinen Betrag in Kriterien, wenn ich genug davon bekommen habe, kaufe ich mein Auto dafür, dann kommt das Finanzamt und sagt, Moment mal, das ist ein geldwerter Vorteil. Wenn du das in Euro gemacht hättest, dann wäre das so und so viel gewesen, Einkommensteuer und wegen dem Auto Mehrwertsteuer. Wie hast du dir das vorgestellt? Also deswegen ja der stufenweise Übergang. Das heißt, wenn wir mit den 100 Kriterien anfangen, werde ich im Endeffekt nicht 100% meines Lebensbedarfs damit decken können. Das heißt, es geht stufenweise los, zu sagen, meinetwegen bei den 100 Kriterien auch mit 10%. Das heißt, ich kann erstmal nur Leistungen, eventuell bei Bäcker kann ich auch mal sozusagen in die Brötchen, die heute auslaufen, die kriege ich dann komplett. Aber ansonsten muss der kalkulieren, dass er alle Abgaben, die er letztlich leisten muss, in Euro weiterhin zu zahlen. Bei dem Auto ist es relativ leicht, weil das muss sowieso der Händler bezahlen. Das heißt, er muss sich mindestens die 19% Mehrwertsteuer in Euro bezahlen lassen und den Rest könnte er eventuell in Kriterien nehmen. Bei der Miete ist es so eine Sache, weil da ist es dann die Frage, wie geht das Finanzamt hin? Also es wird auf jeden Fall Euros brauchen. Die Frage ist nur, mit welcher Rechnung er das Finanzamt das sozusagen ansetzt oder man das beim Finanzamt durchbekommt. Das sind alles noch Sachen, die werden sich nach und nach entwickeln. Irgendwann, wenn ich sage, bei 40 Millionen in Deutschland, die das nutzen und wir bei 500 Kredere sind im Monat, ich denke, da wird der Staat oder zumindest die lokalen Gemeinden auch sagen, okay, du kannst meinetwegen deine die Grunderwerbsteuer, die du im Endeffekt jährlich zu entrichten hast oder Gewerbesteuer eventuell anteilig, wirst du dann in dieser Währung zahlen können, weil ansonsten die Unternehmen irgendwann an der Situation sind zu sagen, also entweder du nimmst von mir jetzt Kredere oder ich muss Insolvenz anmelden. Und dann können sozusagen die Unternehmen sagen, also du hast die Wahl, entweder du bekommst weiterhin Geld von mir langfristig oder du kannst es vergessen. Aber natürlich muss sich das erst entwickeln, die sozusagen vorher stufenweise einfach Schritt für Schritt. Wo kommt das Geld her? Das wird einfach geschaffen. Wer schafft das denn überhaupt erstmal? Also aktuell spreche ich immer von mir, ich bin sozusagen dann die Institution, die diesen Rechner, diesen Server am Laufen hält, betreibt, dort dieses System draufstellt. Aber natürlich muss es so transparent wie möglich sein, so wie Bitcoin zum Beispiel. Aber es wird nicht 1:1 zu Bitcoin sein. Also kennt jemand Bitcoin? Okay, dann erkläre ich kurz ein bisschen. Dieses Bitcoin ist sozusagen eine rein elektronische Computerwährung, die durch Rechenoperationen in Computern sozusagen erzeugt wird, beziehungsweise als Belohnung bekommt man die dann ausgezahlt. Nur, dass dafür halt auch Energie aufgewendet werden muss. Und diese Währung kann dann sozusagen beliebig transferiert werden. Da sind mathematische Verschlüsselungsalgorithmen, die das ein bisschen sicher machen wollen, also sicher machen sollen, zumindest die Erzeugung auf der einen Seite. Wie das dann mit den Konten ist, ist immer so eine Sache. Die sind halt nur so sicher wie der Betreiber. Weil so sicher wie meine Brieftasche hier ist, kann man im Endeffekt auch Bitcoins klauen, wenn man sozusagen auf die Rechner einbricht und die Sachen hinbekommt. Aber letztendlich ist es eine rein elektronische Währung, die durch auf Rechnern im Endeffekt erzeugt werden und auf Rechnern übertragen wird. Und in dem Prinzip, nicht mit diesem mathematischen Generierungsalgorithmus, weil es gibt ja keinen Grund zu sagen, die Regeln für Kredere hatte ich ja gerade erläutert, von wegen wir fangen mit 100 an und die kriegt jede Person. Einfach unabhängig, Status, wo auch immer sie ist. Das ganze System kann man sozusagen auch weltweit aufziehen. Mein Ziel ist es erstmal, das zumindest parallel zum Euro hinzukriegen und in Deutschland irgendwo Startpunkte zu haben. Und dann ist es einfach nur im Endeffekt eine Vereinbarung. Ja, aber wer fängt das an? Also im Moment, ich bin dabei, Leute zu... 100 Euro pro Person, das ist ja, wenn man es hochrechnet, schon mal eine große Summe. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Ich gehe jetzt mal so von aus, wie ich unsere normalen Wirtschafter und Leute kennen, dass die sagen würden, nö, da will ich nichts mit zu tun haben. Warum soll ich da jetzt was hergeben irgendwie und da was schaffen? Mhm. Genau, also ich antworte kurz. Also genau, es ist gar nicht der Punkt, also es geht gar nicht um die Erzeugung, sondern es geht darum, wo kommt der Wert her, oder? Weil das ist so die Frage, die da durchschwingt. Das heißt, warum sollte jemand diese Kriterien annehmen?
Und das ist letztendlich die Entscheidung für Unternehmer. Es ist sinnvoll in der Hinsicht, weil sie machen mehr Umsatz. Weil dieses Geld kommt ja neu dazu. Es entsteht ja von neu. Es ist ja sozusagen auch kein Tausch wie bei Regionalwährung, wo teilweise Euro gegen Regionalwährung getauscht werden, wo dann die Regionalwährung statt des Euros ausgegeben werden. Da entsteht ja kein neuer Umsatz, sondern der Umsatz wird nur übertragen auf eine andere Währung. Hier ist es tatsächlich so, mit den 100 Kredere im Monat gehen die Leute zusätzlich einkaufen. Die kommen erstmal on top. Und die Unternehmer, die zuerst da sind, manche sagen, die scheuen das Risiko, mit der Währung kann ich nichts anfangen, die werde ich nicht los oder sonst irgendwas, die werden halt erstmal außen vor bleiben und abwarten. Aber für diejenigen, die sagen, gerade Bäcker ist so ein gutes Beispiel, weil der hat abends seine Brötchen und eventuell muss er entscheiden, ob er sie dann wegwirft, weil die für morgen nicht mehr zu gebrauchen sind oder. Das heißt, für ihn wäre es sozusagen eine Win-Win-Situation. Er könnte noch eine Komplementärwährung einnehmen und die Dinger trotzdem loswerden. Das heißt, er hätte noch ein Geschäft, das er sonst eventuell nicht hat. Also das sind sozusagen die ersten Stufen, wie es letztlich dass dann Waren dafür gezogen werden können. Das heißt aber, es ist immer eine individuelle Entscheidung von Unternehmer zu Unternehmer, von Einzelhändler zu Einzelhändler zu sagen, habe ich ein stichhaltiges Argument zu sagen, ja, es gibt für dich einen Vorteil, diese Währung zu nutzen. Es kann auch sein, dass manche erstmal nur überzeugt werden, weil sie sozial eingestellt sind, weil es sozusagen das Grundeinkommen da drin steckt und sagen, ich mache damit, ich glaube, das ist eine gute Idee. Also sozusagen die Gründe sind vielfältig. Aber es muss doch irgendeiner ausgeben am Anfang erstmal. Man muss doch das den Leuten erstmal in die Hand geben. Wir könnten jetzt im Endeffekt hier anfangen. Wir nehmen einen A4-Block, stellen ihn in 500 Teile und schreiben Zahlen drauf. Und sofort haben wir Geld geschaffen. Nur das Einzige, dass ich es halt dann nicht in Papier mache, sondern im Endeffekt einfach die Zahlen nur auf dem Computer einbuche. Das ist alles. Es braucht ja im Endeffekt ein Symbol, dem wir dann trauen und diesem Symbol vertrauen. Also es ist so einfach und primitiv, dass man es sozusagen mit Geld kaum für real hält, dass es so einfach möglich sein soll. Aber das ist alles. Vielleicht komme ich später noch drauf. Erstmal. Ich habe Ihnen wirklich mit Vergnügen zugehört, obwohl es sich mir sehr kalt angehört hat im Vergleich zu dem, was Marc-Uwe Kling seinem Känguru in den Mund legt. Das finde ich für mich sehr vergleichbar. Das sind doch alles bürgerliche Kategorien, vielleicht habe ich da auch was falsch verstanden. Und als Denkspiel, wie gesagt, finde ich es äußerst spannend. Mir fehlen noch ganz viele Mosaiksteine, um es mir vorzustellen. Ist das eine Art neuer Gesellschaftsvertrag? Wie könnte der zustande kommen? Oder ist das etwas, das in die bestehenden Strukturen draufgepfropft oder eingefügt werden könnte? Und ich muss sagen, es wird mir jetzt zu viel. Ich werde mich auch gleich verabschieden mit großem Dank und hoffe, dass Sie noch ganz viele Einladungen bekommen, diese Gedanken anderswo vorzutragen. Wenn Sie ein Buch dazu hätten, würde ich es mir vielleicht peu à peu auch durchlesen, aber für heute ist es mir zu viel. Ich komme nämlich aus einer sehr intuitiven, arbeitenden Sparte. Ich bin genau das Gegenteil von Ihnen. Okay, ich antworte gleich noch drauf. Ich will bloß erst die zweite Frage noch hören. Ja, also ich antworte sehr gerne drauf, weil das ist wichtig. Ja, dann höre ich auch noch zu. Das war eigentlich keine Frage, sondern ich wollte zu Ihrer Frage noch anmerken, wie entsteht das Geld, das Kredere? Das ist ja bei dem Euro genauso, da entsteht ja aus dem Nichts. Da wird auch einfach aus dem Nichts geschaffen. Ja gut, aber der hatte ich ja zumindest vor die D-Mark und hat gesagt, das tausche ich jetzt um, zack, und fertig. Aber für die D-Mark Kredere muss ja erstmal eigentlich einer hingehen und sagen, da du hast 100, dann heißt bei 80 Millionen Einwohnern muss ich ja erstmal 80 Millionen mal 100 Euro Kredere sozusagen erstmal schaffen, dass ich das so starten kann. Also das, ich gehe darauf später nochmal ein, um das noch ein bisschen klarer zu bekommen. Die Frage hinten? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, kann ja jeder selber entscheiden, ob er gar nichts macht oder etwas zusätzlich macht, weil er zusätzliche Bedürfnisse hat. Was passiert denn, wenn sich jetzt alle entscheiden, um gar nichts zu machen? Wer backt dann die Brötchen und wer tut den Müll entsorgen? Okay, ich antworte auf beides. Also letztendlich ja, es ist im Endeffekt eine Form von Gesellschaftsvertrag, weil wir geben uns im Endeffekt für die Gesellschaft andere grundlegende Spielregeln und die gehen sehr stark in letztlich die Substanz, nach welchen Regeln wir heute spielen. Das Besondere daran ist, es ist nicht in dem Sinne ein Vertrag, dem alle zustimmen müssen. Das ist sozusagen
im Gegensatz zu heute, wo letztlich sozusagen Mehrheitsentscheidungen, also demokratische Entscheidungen sind entweder ja oder nein. Es gibt kein Dazwischen, es gibt keinen Übergang, es gibt keine Weichheit in diesem. Das ist sozusagen dieses Element hier drin. Ich kann jederzeit sagen, ja, Credere, ich nehme diese Regeln an, oder ich sage, nö, lass mich damit in Ruhe, ich mache nur Euro. Irgendwann mögen die Systeme sozusagen nicht mehr nebeneinander existieren können, weil der Euro zu klein wird, warum auch immer. Aber erstmal über, denke ich, mehrere Jahrzehnte, wenn nicht sogar noch länger, werden diese Systeme parallel existieren und funktionieren. Und je nachdem, was dann sozusagen menschlicher wird, ja, das ist sehr technisch, weil ich komme eher aus der Technikebene, und das ist letztlich dieses System. Credere ist ein technisches System. Es ist noch nicht mit Menschen lebendig. Aber aus meiner Sicht ist das sozusagen die Basis dafür, dass die Menschen wieder mehr ihre Freiheit und ihre Lebendigkeit leben können. Es soll dieses unterstützende System sein, weil das System ist in sich technisch stabil, aber die Menschen könnten nebenbei auch aussterben. Wenn sozusagen der Computer weiterläuft, das System würde das nicht interessieren. Deswegen für mich ist das nur der erste Baustein, um aus den heutigen Hamsterrädern auszubrechen. Das ist sozusagen, Ja, es gibt auf einer anderen Ebene sehr viel Menschlichkeit, aber das ist nicht das System, sondern das ist das, was die Menschen hoffentlich dann mit der mehr Freiheit, die dadurch gewonnen werden soll, schaffen können. Die Mosaiksteine, die mir noch fehlen. Ja, also wie sozusagen die Verknüpfungen zwischen beiden Elementen sind, genau. Also ich danke Ihnen vielmals und muss abhauen, denn ich hatte gehört, es wäre heute um 17 Uhr und habe meine sonstigen Dinge danach ausgerichtet. Okay. Wir sind zu spät. Das Restliche können Sie auch eventuell bei YouTube nochmal nachschauen. Oh ja, gerne. Dankeschön. Ja. Tschüss allerseits. Tschüss. Genau, zu der Frage im Endeffekt, was passiert, wenn die Leute dann nichts mehr tun? Das ist im Endeffekt die gleiche Folge letztlich dadurch, dass das hier nur ein technisches System ist. Im Endeffekt, wenn ich für das Geld keine Brötchen mehr kaufen kann, wird irgendjemand aufstehen müssen, um Brötchen zu backen. Das heißt, Credere löst dieses Problem nicht. Wir werden auch in einer zukünftigen Gesellschaft in irgendeiner Form die Arbeit erbringen müssen, die sozusagen für unser Überleben notwendig ist. Aber wir haben dann einen großen Unterschied, und deswegen ist für mich sozusagen das auch ein Türöffner, endlich zu sagen, löst euch endlich von dieser Vorstellung von Arbeitsplätzen. Welchen Sinn macht ein Arbeitsplatz nur, um ein Einkommen zu generieren? Im Endeffekt vom Gedanken des Umweltschutzes her, vom gesamten Gedanken der Ressourcenschonung und so weiter. Allein die Vorstellung, wo wir hoffentlich bald hinkommen, wenn wir die Autoproduktion drastisch runterfahren, weil sozusagen die selbstfahrenden Google Cars alles ersetzt haben und wir vielleicht noch 1 oder 10% der heutigen Autos brauchen. Was das an Ressourcen spart, das kriege ich mit keinem CO2-Vertrag eingespart. Mit keinem noch so tollen politischen Abkommen wird so eine Ressourcenoptimierung im Endeffekt funktionieren. Aber das funktioniert nur, wenn ich mich von Arbeitsplätzen lösen kann. Das heißt, wenn tatsächlich auf der einen Seite die Arbeit, die notwendig ist, gemacht werden kann, unabhängig davon, ob ich ein Einkommen brauche oder nicht. Und dann aber auch klar ist, dass im Endeffekt es keine Notwendigkeit gibt mehr für die Leute, die Arbeit aufzuheben, sondern man kann so viel man möchte automatisieren. Das heißt, wir müssen keine Rücksicht mehr nehmen, zu sagen, wenn wir die Energie haben und die Maschinen, dann lasst es uns doch automatisieren. Warum müssen wir dort noch in irgendeiner Form irgendetwas schaffen? Sei es im Endeffekt Bürokratieformen, damit Leute Beschäftigung finden, im Endeffekt Leute damit zu beschäftigen, sich und andere in irgendeiner Form zu verwalten. Wozu? Also wenn wir uns im Endeffekt anschauen, was wir heute sozusagen an Arbeitsplätzen haben, wie viele sind davon an irgendwelchen Computern, die im Endeffekt nur Daten von A nach B schieben? Die im Endeffekt für unseren Wohlstand, da kommt kein Brötchen am Ende bei raus. Das heißt, nichts, was wir essen können, nichts, was wir anziehen können. Und das sind sozusagen die Bilder. Da ist doch ganz, ganz viel, was sozusagen ja, eben in der Vision steckt. Das knüpfe ich aber eben nur an, wenn die Fragen sozusagen kommen. Wenn ich merke, ja, da, genau, das sind die Sprünge. Das sind sozusagen die Wege. Also so eine Vision, die ich hätte, wäre so, dass die Leute dann halt zu ihrer Frage halt das machen, weil sie es gerne machen. Dass der Bäcker nicht so und so viel Brötchen backen muss und bis an die Schmerzgrenze arbeiten muss, damit er existieren kann, sondern dass es halt auch ein faireres Miteinander gibt von was brauche ich, was bin ich bereit zu geben. Und das ist das eine, der eine Aspekt, denke ich, dass Arbeit neu definiert werden könnte, von der Bewertung her. Die Arbeit hat ja oft so eine ganz negative Konnotation heute, dass man sagt, okay, Arbeit, ich arbeite halt, um zu leben.
dass es vielleicht eine Gesellschaft gibt, in der man eher seine Neigungen nachgehen kann und es wieder gerne machen kann, weil man nicht ständig um die Existenzsicherung bangen muss. Und was ich vorhin so gesagt habe, mit diesen Leistungen füreinander, da dachte ich, das finde ich auch ganz interessant so, in der Bewertung einzelner Berufsgruppen heutzutage. Also eine Erzieherin verdient ja einen Bruchteil dessen, was jetzt ein Ingenieur zum Beispiel verdient. Ja? So. Ob sich sowas dann auch angleicht, ob da eine andere Bewertung stattfindet auch untereinander. Weil das ist ja auch eine ganz starke Besitzstandsphase. Wir leben ja da in einer ganz stark kategorisierten Gesellschaft. Also was mir klar ist, ist, dass die Alternative zum Hamsterrad, ich habe da selber 25 oder 30 Jahre gearbeitet, natürlich schon Bescheidenheit ist. Ja? Oft ist es so, dass man dann mit 60 erkennt, Bescheidenheit schafft Freiheit. Und ich komme aus dem Hamsterrad raus. Aber wer macht zum Beispiel dann die Polizisten, die Krankenschwestern, die Ärzte, das muss ja auch alles aufrechterhalten werden. Ne? Sind das dann alles Menschen, die dann freiwillig sozusagen was dazu verdienen wollen, weil sie noch Ansprüche darüber hinaus haben, als einfach nur Grundsicherung? Wer macht das dann alles? Ne? Freiwillige? Gerade die Ärzte, also die Krankenschwestern sind im Endeffekt. Aber im Endeffekt gerade die Berufe sind sozusagen die perfekten Beispiele. Natürlich brauchen diese Menschen, machen diese ja auch die Arbeit, weil die die Einkommen brauchen. Aber wenn man sieht, was sie da teilweise verdienen und wie schlecht, dann sieht man, da ist viel, viel mehr im Hintergrund von wegen der Wunsch zu helfen, zu unterstützen, auch wenn es teilweise in dem bürokratischen Dschungel, den sie verwalten, ein bisschen untergeht. Aber ich glaube, diese Menschlichkeit, anderen Menschen helfen zu wollen, ich glaube, davon gibt es genug. Und ich glaube, da wird noch sehr viel mehr wieder freigesetzt, wenn dieser Druck, diese Verpflichtung, dieser ganze Apparat da hinten, allein schon die Notwendigkeit oder beziehungsweise wenn eben so eine Krankenschwester oder gerade im Altenpflege und so weiter, die Leute nicht sich sozusagen gegen diese Bürokratie auflehnen können, weil sie an diesem Job hängen und weil sie sonst rausfliegen, wenn sie das nicht so und so erfüllen. Oder im Endeffekt irgendwelche Missstände, die dann sozusagen unter den Tisch gekehrt werden, damit man seinen Job nicht verliert. Das sind alles Sachen, die sind dann sehr viel schwerer möglich, weil wenn jemand eben diese Abhängigkeit von einem Erwerbseinkommen verliert, dann kann er auch anders in diesen Situationen umgehen. Das heißt, ich bekomme ein anderes Standing. Ich kann sagen, also unter den Bedingungen arbeite ich hier nicht. So kommt sozusagen das Menschliche nicht mehr zum Tragen und das trage ich nicht mit. Weil das ist ja eigentlich ein Grundprinzip, dass diejenigen, die am meisten geben, auch am meisten verdienen sollen. Und jetzt ist es ja umgedreht, ein Fußballtrainer verdient, was der Kuckuck, 60 Millionen. Im Jahr, wo man sich dann wirklich die Verhältnismäßigkeit auch fragen muss. Ne? Also im Endeffekt eben zu der Frage, inwieweit ein Angleichen stattfindet. Ich hatte in einem kurzen Meme-Video, was ich auf meine Seite gestellt habe, auch mal so ein bisschen dieses Thema angekratzt. Allein mal der Vergleich, sozusagen jemand, der als ungelernter Arbeitskraft meinetwegen irgendeine Tätigkeit macht und Summe X verdient und ein Arzt, der meinetwegen 10 Jahre seiner Lebenszeit sozusagen investiert und sozusagen 10 Jahre auf Einkommen verzichtet, um das dann aufzuholen. Aber das heißt, wenn ich das auf eine Lebensarbeitszeit von 40 Jahren hochrechne, dann habe ich im Endeffekt ein Viertel. Das heißt, in den 40 Jahren, die der Arzt noch arbeitet, muss er sozusagen 10 Jahre Einkommensverlust wieder einholen. Da bin ich nicht bei einem Einkommen von 10 oder 20-fachen, da bin ich im Endeffekt bei 25% mehr. Eventuell noch die Studienkosten und so weiter. Sagen wir, selbst wenn er 20% sozusagen mehr verdienen müsste. Das heißt, in den 40 Jahren muss er nochmal meinetwegen so viel wie der andere in 20 Jahren reinholt, reinmachen. Da bin ich maximal bei 50-100%. Also im Endeffekt Lohnspreizung rein auf, bezogen auf die Arbeitszeit und auf das, was ich sozusagen für dieses, also um dieses Einkommen zu generieren, an Lebensarbeitszeit schon investiert habe. Das funktioniert nicht. Also Managergehälter sind dabei sowieso schon außen vor. Das heißt, es gab ja früher mal so von wegen, in gesunden Unternehmen ist sozusagen zwischen dem untersten und dem obersten maximal eine Spreizung von Verhältnis 1:10 gewesen. Und selbst das würde sich rein lebenstechnisch, das, was jemand an Lebenszeit investiert hat, nicht durchsetzen. Das sind im Endeffekt einfach nur Strukturen, die sich sozusagen etabliert haben und die natürlich aufgrund ihrer Machtstrukturen und der Macht, die mit Geld verbunden ist heutzutage, werden die natürlich aufrechterhalten. Aber das ist jetzt, wo ich zum Beispiel immer glaube, dass es halt eben wirklich daran liegt, dass halt die auf den dicken Batzen sitzen, die wollen es halt auch nicht abgeben. Die unteren, die hätten ja ganz gerne ein bisschen mehr. Und da wären auch sicher einige bereit, auch was für zu tun irgendwo, wenn das entsprechend dann stimmt. Ja?
Aber eben solange halt quasi immer Leute ihren Egoismus raushängen und sagen, nein, ich schöpfe halt, ich will halt das 10- und 100- und 1000-fache von anderen Leuten haben, glaube ich, dass es generell mit der Menschheit einfach sehr schwierig ist. Und da frage ich mich, wie ein Wandel passieren soll. Weil ich glaube, wir bräuchten ein komplett anderes Denken. Und im Moment ist der Mensch, glaube ich, nicht fähig, weil man sieht, dass selbst, also meine klugen Köpfe, die rennen auch viele eigentlich nur Geld hinterher, die anderen Leute stehen aber auch nicht auf und sagen, ja, was gibt's anderes, sondern die schlängeln sich da irgendwie so mit und sagen, ach, die Bösen da oben. Und generell, ich sage mir immer, wenn jemand eine Arbeit erbringt, egal was das ist, dann soll der dafür ein faires Geld kriegen. Das ist eine Dame, die Toiletten putzt, oder ein Herr, wenn es sowas auch gibt, vielleicht irgendwo, die sollen auch ihr Geld bekommen. Das ist eine Arbeit, die nicht jeder machen möchte. Genauso, sage ich mal, möchte vielleicht auch nicht jeder an Angela Merkels Stelle stehen. Und gerade bei Politikern, denke ich zum Beispiel, ist das Geld überhaupt nicht überhöht. Ich meine, wenn die 10.000 Euro kassieren oder meinetwegen 15.000 im Europa-Ding, das ist doch mir wurscht, das ist doch völlig angemessen. Unangemessen sind eben genau diese Managergehälter und diese Sachen, wo es halt einfach immer in die Wirtschaft dann halt geht, wo es halt weggeht. Und eigentlich soll ja Politik auch eher fürs Volk da sein, ist ja auch nicht mehr der Fall. Und ich frage mich einfach, wo soll das diese Wende passieren? Weil, was Sie gesagt haben vorher, ich fände das auch super. Das, ich denke mir auch, für mich ist es so, ich bin arbeitslos seit 4 Jahren. Und denke mir trotzdem, also ich möchte auch irgendwas machen. Und ich glaube auch nicht, dass es so ist, dass alle sich ausruhen würden. Das gibt es nicht. Es wollen immer Leute was machen. Das ist teils einfach in der Arbeit auch eine Selbstverwirklichung, was mit Geld erstmal gar nichts zu tun hat. Und ich glaube auch einfach heute, wenn wir mehr wieder dahin kämen, zu sagen, die Leute sollen das machen, was sie können und wollen. Und nicht eben quasi in die Leute reinstecken irgendwo in Sachen, was sie überhaupt nicht können und wollen. Das macht keinen Sinn. Das ist auch nicht vorantreiben. Ja klar, da ist auch viel überreglementiert, gerade im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit. Sie kriegen ja ganz, ganz viele Reglements auch, ja, und ganz viele Grenzen, wie viel sie dann, wenn sie vielleicht noch irgendwo was, wie viel sie dann noch dazu verdienen eventuell. Und damit nimmt man den Leuten natürlich wahnsinnig viel Kreativität. Also das ist einfach so in unserer Gesellschaft. Aber wenn man jetzt mal schaut, wie jetzt ist ja momentan die Flüchtlingsproblematik da, wie viele Freiwillige begeben sich da hin, um Essen auszugeben, um irgendwelche Kleider zu sortieren, um Unterricht zu geben. Also es gibt schon immer wieder genug Leute. Also ich finde es eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass also alle Arbeit eigentlich getan wird, die notwendig ist, auch ohne dass dann irgendwie groß Geld fließt oder groß jemand dahinter steht, der das macht. Also da ist doch der Mensch eigentlich schon sehr, sehr sozial eingestellt oder irgendwo, dass das irgendwie wieder funktioniert. Und wenn du da guckst, das geht ja über alle sozialen Schichten hinweg, über ob da jetzt irgendwelche Studierenden dabei sind oder Ärzte, die freiwillig da jetzt sich drum kümmern oder irgendeine. Trotzdem eine Minderheit. Die meisten Leute, die ich um mich herum sehe, schimpfen nur über Flüchtlinge. Es ist eine Minderheit, die hilft. Ist auch eine Minderheit, die da schimpft, und die bloß die Minderheit, die wird halt jetzt gerade groß ausgestellt. Aber wenn ich rumhöre, und das sind die wenigsten, die, und ich habe mich auch mit vielen schon unterhalten, die selbst einmal Flüchtlinge waren und das genauso eben befürworten und sagen, und wir sind froh, bei uns sind damals die Steine geworfen worden, wie wir geflüchtet sind. Und wir durften keinen Apfel irgendwo vom Boden aufheben, der vom Baum gefallen ist, und waren noch so angefault. Und es ist in Ordnung und gut, dass die jetzt versorgt werden. Also so ist es nicht. Meine Intuition ist gerade schwer am Arbeiten. Die Frage, muss ein Unternehmen wirklich 10 Milliarden verdienen im Jahr und dann in irgendwelche Hedgefonds investieren? Ja, dann das ganze Thema Armeen, ja, die kosten uns unglaublich viel Geld, die Kriege kosten Geld, es wird viel vernichtet, es werden ganze Regionen zerstört, wieder aufgebaut, wieder zerstört, wieder aufgebaut. Ja, das ist so ein Thema, wo Geld wird, unsinnigerweise vernichtet wird, ja, das man durchaus anders einsetzen könnte. Ja, klar, Armeen bieten Arbeitsplätze, ja, aber also das sind so Fragen, die mir jetzt da so in den Sinn kommen. Ja. Darf ich
das ist eigentlich, ganz früher habe ich dieselbe Frage mal gestellt, nach dem Motto, wofür sind die Armeen eigentlich gut, die kosten Geld, da werden für teuer Geld Flugzeuge und sonst was kaputt gemacht und die Rüstungsindustrie wächst und erwirtschaftet unser ganzer Wohlstand, hieß es dann. Dann habe ich gesagt, dann sollten wir doch nicht Flugzeuge und Raketen machen, dann sollten wir doch große Spielplätze machen. Und wenn wir die kaputt machen müssen, weil wir sie wieder aufbauen müssen, damit die Arbeitskräfte nicht verloren gehen, dann können wir das auch mit anderen Dingen machen, die nicht so grausig sind. Aber da hat man mir geantwortet, ich würde das System nicht richtig verstehen. Also wir brauchen im System nicht nur die Bescheidenheit, sondern auch den Frieden. Das ist ganz wichtig, damit es funktioniert. Ich wollte damit eigentlich sagen, dieses, was wir hier oder was ich hier höre, als wir sollten versuchen, anders zu denken und eben nicht, wir sollten die Arbeitskraft zum Beispiel eben auch von Krankenschwestern oder von anderen oder auch von Hausfrauen, die ja viel Arbeit innerhalb der Familie leisten, wir sollten die anerkennen und das ist die Frage. Und da ist natürlich unser Geldwert, den wir immer dagegen setzen, manchmal als Hinderungsgrund schon zu sehen, weil in Geldwert sagen wir manchmal, das ist nicht so viel Geld. Hausfrauen kriegen halt auch kein Geld. Wobei ich immer als Single sage, verstehe nicht, warum diejenigen, die geheiratet haben, wenn Männer sich dann eine Ehefrau leisten, die den Haushalt macht, dann kriegen die einen Steuervorteil. Ich muss für eine Haushälterin, die ich mir leiste, ich mach das jetzt mal böse, oder das hört sich schlimm an, ich muss für eine Haushälterin bezahlen und eine Steuerermäßigung kriege ich auch nicht. Ja? Das verstehe ich. Für Kinder wäre es ja was anderes. Aber ich sag mal, dieses Denken, das andere, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich mit einer anderen Währung machbar ist. Ich weiß allerdings auch nicht, wie es machbar ist, das muss ich auch zugeben. Aber ob die Währung es wirklich ausmacht, dass die helfen kann oder das machen kann, dass es wird. Das kann ich gleich nochmal aufgreifen. Weil ich glaube, wenn Leute ein Grundeinkommen dazu kriegen, sagen sie, ich will noch ein bisschen mehr haben als mein Nachbar und ich kann doch noch arbeiten. Und es kommt, es setzt es eigentlich, ich befürchte, nur obendrauf. Also ich denke, das ist, das wollte ich gerade mit Ihnen sagen, dass das Einkommen, was man bekäme durch die Lehre, das soll ja eigentlich nicht jetzt eine Anerkennung sein für irgendeine Leistung, sondern das soll eine Anerkennung für die Existenz sein, ohne zu arbeiten. Mit denen, die mehr verdienen wollen, sich was zu verdienen wollen, das ist ja auch nötig, weil wir werden nicht drum herum kommen, dass Arbeit getan werden. Wir können vielleicht noch sehr viel automatisieren, aber gewisse Tätigkeiten werden bestehen bleiben. Angenommen mal, es würde halt so heißen, jeder Mensch kriegt 100 Euro, also das muss ja nicht dann Kredit heißen, jeder Mensch kriegt einfach 100 Euro. Was würde das ändern in unserem System, was wir haben? Würde es unser Denken wirklich so beeinflussen? Es würde zum einen erstmal unser persönliches Verhalten könnte es beeinflussen, je nachdem von der Höhe, wie es ist, aber das kommt auch darauf an. Also ich denke mal, eine Person, die jetzt vielleicht im Monat nur 600, 700, 800 Euro verdient, und da gibt es also wirklich Menschen, die nur so viel verdienen, für die sind 100 Euro mehr wahnsinnig viel. Ja. Ich werde dann nicht mehr alles auf mich nehmen, weil ich es nicht mehr muss. Ich werde nicht in Betracht ziehen, dass ich dann bald den Job in der 300 Kilometer entfernten Stadt nehme, sondern ich werde dann gucken, naja, dass ich halt ein bisschen warte, vielleicht findet sich dann später was. Oder auch, ich werde nicht vor die blöde Wahl gestellt sein, dass ich vielleicht den anderen Job nehme, weil ich vielleicht Schulden habe. Ich habe mir irgendwas geleistet, ich habe mir eine Immobilie gekauft, habe ein Auto gekauft, weil ich einen Wunsch hatte. Und es ist ja nichts Schlechtes, sich das zu wünschen, sich das zu kaufen. Aber irgendwo muss das Geld auch herkommen, muss ich es erarbeiten. Und es wird nicht alles durch ein Grundeinkommen abgelegt werden können. So, wie kriege ich das abgezahlt? Indem ich irgendwie versuche, das Maximum rauszuholen. Wenn ich meinetwegen in einem anderen Job, den ich aber nicht mag, sehr viel mehr verdiene oder in einer anderen Stadt sehr viel mehr verdiene, dann werde ich das irgendwie annehmen, wenn ich das haben will. Und dieses Verhalten wird es, denke ich, sehr wohl beeinflussen. Aber das wird es doch dann genauso geben.
Ich gehe gleich nochmal auf die Unterschiede ein. Ich höre raus, es geht vor allen Dingen, sind natürlich, ich sag mal, ein reicher Mensch, der 100 oder 200 oder 1000 dazu kriegt, der so, ne, so letztlich, die ganz oben. Natürlich geht das für die am unteren Ende sind, ist diese, egal welche Menge, viel mehr wert als für den, der schon auf dem dicken Berg sitzt, dran geht. Logisch. Das ist heute genauso, da brauche ich nicht über diese 100 Euro mehr zu reden oder die von irgendwoher kommen, das ist heute genauso wie, also das heißt diese Spanne, die wir haben ganz Armut und wir haben extrem Reiche und diese Spanne, dass diese Spreizung wieder größer wird, wie ich sag mal bis Anfang des letzten Jahrhunderts, da war die Spanne auch so groß, so hoch ist sie heute noch nicht, obwohl wir sie extrem hoch empfinden. Und ich denke, diese Spanne, Spreizung ist aber etwas, was uns sicher Sorge macht und Sorge machen sollte, weil sie unserem Verständnis nicht entspricht. Also ich persönlich habe kein Problem mit welcher Spreizung auch immer, wenn jedem genügend gegeben wird, dass er ohne Druck und ohne weitere Anforderungen sein Leben bestreiten kann. Ich glaube, das geht gar nicht. Okay, ich gehe da gleich nochmal ein, vor allem, weil es auch eben es ist nicht das Gleiche, ob es mit Credere oder mit einem Euro stattfindet, weil das ist ein erheblicher Unterschied. Es gibt ja heute Untersuchungen, die können den Menschen das Geld abnehmen und nach einem Jahr haben wieder die eine Hälfte alles und die anderen haben gar nichts. Das ist ja auch, hat ja auch mit Geldverhaltensmuster zu tun. Aber es ging jetzt schon ein bisschen anders als vorher. Vorher habe ich gedacht, wir gehen aus dem Hamsterrad raus in Bescheidenheit und mussten alle nicht mehr so viel arbeiten und jetzt plötzlich sind wir doch wieder in der Phase, wo doch jeder wieder dazu verdienen muss. Ja? Also doch. Genau, im Endeffekt, das ist nämlich genau die Frage ist, wo komme ich mit meinem Denken an? Bin ich in der Lage, auch gedanklich das Hamsterrad zu verlassen oder nicht? Aber erst nehme ich es noch. Also meiner Meinung nach ist der Ansatzpunkt nicht ganz der richtige, wenn man Credere mit Euro oder mit einem gängigen Geldmittel gleichsetzt, weil es ist ja wurscht, ob es Euro ist oder Dollar oder Yen oder was es da gibt. Sondern die Relation des Kriterien muss ein anderer sein, meiner Meinung nach, also nicht als Geld, sondern der Bezugspunkt muss anders sein. Und ich denke mal, also das, was ich bei dir rausgehört habe, war, dass zum Beispiel der Zeitfaktor ein Relationspunkt für mich ist, der bei dem Kriterien eine Rolle spielt. Dass es nicht um Arbeit geht, sondern teilweise um Zeit, die du investierst. So würde ich jetzt den Ansatz sehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Also das wäre das, was ich so verstanden habe. Also dass man wegkommt von dem Gedanken der Arbeit, sondern wenn man arbeitet, ist es auch immer mit Zeit verbunden, ne, sozusagen. Aber wenn man jetzt von der Arbeit wegkommt und einfach nur die Zeit sieht, die man investiert, weil Zeit hat jeder oder auch nicht. Der eine mehr, der andere weniger, steckt man nicht drin. Aber dadurch ist es ja sehr individuell. Da kann ich genau angreifen, von wegen, weil genau da kommt schon der Punkt, du sagst, wir hätten unterschiedlich viel Zeit. Das stimmt nicht. Ja doch, weil der. Nein, lass mich das Argument ein bisschen ausführen, wo nämlich im Endeffekt an der Stelle der Denkfehler aus der Sicht beginnt. Weil du hast heute 24 Stunden Zeit gehabt und die sind um Mitternacht für dich vorbei. Für dich und für dich genauso. Die 24 Stunden sind vorbei. Keiner von euch hatte eine Sekunde mehr oder weniger. Das heißt, an der Stelle. Ich bin von der Lebenszeit an. Der eine stirbt mit 50, der nächste mit 60, der andere mit 70, 80 oder 90. So habe ich es gemacht. Okay, das heißt, du hast keine Verfügung im Endeffekt über die Zeit und du kannst ja auch nicht planen. Das ist auch ein Punkt, der im Endeffekt in der Ökonomie, die behauptet, wir werden rational entscheidbar und könnten unsere Präferenzen wählen, was nicht stimmt. Weil du weißt nicht, wann du stirbst. Du könntest sagen, okay, mit 30 setze ich mir auf jeden Fall ein Ende, dann kann ich 30 Jahre genau planen und kann dir genau sagen, okay, mit 25 das, mit 28 das, mit 29 noch das und dann ist Schluss. Aber im Endeffekt, du hast es trotzdem nicht in der Hand, wenn du mit 25 stirbst, ist dein Lebensplan auch im Eimer. Das heißt, diese Rationalität existiert nicht. Das heißt, du kannst auch frühest maximal wirklich über die Zeit verfügen, die heute beginnt. Also sozusagen, dass du den Tag, du kannst auch versuchen, in die Zukunft zu planen, aber du hast es nicht in der Hand. Und das ist im Endeffekt der eine Punkt. Das heißt, die Stunde, die wir jetzt hier zusammen sind und miteinander sprechen, die ist für jeden gleich.
Für den einen brennt es mehr unter den Nägeln, der schart mit den Füßen, weil er so viel sozusagen in seiner Pipeline hat, dass er kaum 5 Minuten ruhig atmen kann. Der andere kann vollkommen entspannt hier sitzen und sagen, ich habe mir heute nichts mehr vorgenommen. Für mich läuft der Abend sozusagen frei. Und das ist im Endeffekt, und warum letztlich Credere ein ganz anderer Ansatzpunkt ist, als wenn man es mit Euro vergleicht. Weil die Frage ist, wenn ich mir eben auf den Gedanken gehe, ich möchte primär aus dem Hamsterrad rauskommen, weil ich im Endeffekt eine Arbeit habe, die mir nur lästig ist, die mich nur anstrengt, die mich krank macht und sonst was, dann eben diesen Punkt gehe zu sagen, ich komme mit diesem Geld, wenn ich das sozusagen so ausgebe über den Monat. Ich muss nicht arbeiten, ich kann wirklich komplett aussteigen. Jemand anders, der sagt, ich will noch einen Porsche fahren, warum auch immer das noch seine Reize sind, weil im Endeffekt Credere soll ein Thema ändern und das ist im Endeffekt ganz entscheidend, die Frage, wessen Bedürfnisse werden an welcher Stelle gehört und erfüllt. Jemand, der heute kein Geld hat, hat keine Chance, seine Bedürfnisse zu erfüllen, sofern sie sozusagen nicht zwischenmenschlich so niedrig angesetzt sind. Jemand kann nicht mal mit seinen Freunden ins Kino gehen, wenn er keine Kohle hat. Und die sozialen Verbindungen leiden extrem heute unter Geldmangel. Manche schaffen es, sich zu organisieren oder mit bestimmten Leuten sozusagen in Kontakt zu bleiben, auch ohne, dass sie Geld ausgeben. Aber es ist ein extrem schwieriges Thema. Wenn ich an der Stelle sage, hier, du hast deine Basis, zum einen öffnet sich dein Zeitfenster, weil ich weiß nicht, wer von euch mal abends oder meinetwegen versucht, an irgendeinem Wochentag, am besten unter der Woche, 5 Freunde einzuladen. Und zwar am gleichen Tag, dass sie zur gleichen Zeit nach Hause kommen. Der wird merken, wie utopisch das heute ist, wie wenig die Leute über ihre Zeit verfügen, obwohl es ihre Zeit ist, aber sie lassen sich die Führung aus der Hand nehmen. Eines darf man nicht vergessen, die Erfahrung mache ich auch in dem Moment, wo die Menschen aus dem Hamsterrad rauskommen und nicht mehr den Druck haben, werden sie unglaublich kreativ. Also in dem Moment, wo die Angst, der Druck weg ist, werden die unglaublich kreativ. Ja. Also, ne? Energie freisetzen. Ja, genau. Also ich erlebe es momentan, ich bin aus dem Hamsterrad draußen, als wenn meine Kreativität das erste Mal aufgewacht ist und kommt dann nicht hundertfacher. Also ich bin den ganzen Tag nur noch kreativ. Warum? Weil ich habe keine Sorgen mehr, keinen Druck mehr, gar nichts mehr. Ne? Und ich habe jetzt mit 59 Jahren das erste Mal nach 7 Jahren entdeckt, dass wir einen Balkon haben, ja? Und war da draußen gesessen und habe es so genossen und mir gedacht, mein Gott, nochmal ist das wertvoll. Ja? Ich brauche nur ein Buch und eine Zigarre und einen Kaffee und habe gemerkt, dass das eigentlich was sehr Kostbares ist. Und da geht es eben auch darum, diese Welt, die ich erschiebe. Ne? Immer mein Haus, mein Brot, mein Auto, sondern ich kann auf dem Balkon sitzen. Ich darf das, ich kann das. Ja. Das sind Werte, die für mich heute jetzt mehr wert sind als früher, größer, höher, schneller und weiter. Aber kann es sein, dass man eigentlich sagen muss, das wäre das Ziel, dass wir es schaffen, dass jeder einen Beruf hat, der für ihn eine Erfüllung ist und die in Ordnung ist. Und wir hören doch oft genug, die Leute sagen, ich arbeite, um zu leben und Spaß macht es nicht. Ich gehe da mal loben, ich gehe da arbeiten und sonst was. Aber ich meine, es geht nicht darum, auch ein Müllmann, also ich möchte es nicht machen, ich sage es ganz ehrlich, aber auch ein Müllmann kann Erfüllung drin finden, wenn er sagt, okay, wenn ich da lang gefahren bin, ist die Straße sauber. Es ist so, wir sind ja auf der Welt, weil wir eine Aufgabe haben. Wir haben Talente und Fähigkeiten und es ist unsere Aufgabe, diese Talente und Fähigkeiten zu finden und zum Ausdruck zu bringen. Ja? Ja. Und wenn wir das tun, erfolgreich, dann kriegt man sozusagen das Glück noch hinzu. Also das ist ja gerade unsere Aufgabe. Und wenn wir dann unser Geld verdienen und sagen, eigentlich für das, was ich leiste, ist das Geld, was ich kriege, irgendwie auch angemessen, dann wäre es natürlich auch toll. Was glaubst du, wie die Wertschöpfung wäre, wenn alle Menschen nur noch das machen, was ihnen Spaß macht? Ja? Dann würde man in weniger Zeit viel mehr Werte erschaffen. Ja? Nicht nur Geld, sondern auch Zeit für Altenpflege, wie auch immer. Das ist ein ganz großes Problem. Und wenn wir auch damit abschaffen können, dass es Leute gibt, die ständig nur stöhnen und meckern. Es gibt doch Leute, die eigentlich immer nur sagen, es ist alles so schrecklich. Und wenn man sagt, ja, wenn du so einen schrecklichen Job hast, du kannst doch so viel, dann such dir doch nur. Nein, das geht gar nicht. Dann sage ich, das ist ja auch irgendwo. Wenn jemand wirklich die Verantwortung für sich, auch für sein Glück, bitte mit in die Hand nimmt. Und den zu unterstützen, das macht er irgendwo, ja? Die bittere Erkenntnis, wir sind alle selber verantwortlich für unser Leben, ne? Ja, so oder so. Aber ich meine, ich akzeptiere auch, sage ich, dass es verschiedene Belohnungen gibt, auch wenn die Leute jeder 8 Stunden am Tag arbeiten.
dass einer weniger verdient als der andere. Das akzeptiere ich, weil ich irgendwo gelernt habe, wenn man im Kommunismus groß wird und wo alle eigentlich gleich verdienen soll, dass damit sehr viel Anreiz und sonst was kaputt gemacht wird und man doch sehr staunend davor steht, was alles da nicht funktioniert in dieser Planwirtschaft, die es eben zum Beispiel in der DDR gegeben hat. Und dass man sagt, also das ist vielleicht doch nicht das System, was einem was denn so richtig funktioniert, was man sich ja so erhoffen könnte, ne? Genau, es ist immer die Frage, ob man das Richtige hofft. Genau, also ja, vielleicht, oder vielleicht ist er, also hat das auch andere Ursachen, dass das nicht funktioniert. Ja, das System fängt an, mir zu gefallen, weil es offensichtlich ermöglicht, Zeit mit Freunden zu haben, mit Familie zu haben, Zeit für sich zu haben. Und das sozusagen das Modell ist, das es auch dann langfristig ermöglicht. Ne? Gut, junge Leute haben wieder andere Ambitionen. Jetzt mit knapp 60 zählen plötzlich wieder mehr Zeit für alles zu haben. Ja? Aber ich finde es wichtig, wenn wir wirklich mal runterfahren würden aus diesem Hamsterrad raus und einfach mehr Zeit wieder für das Wesentliche im Leben haben. Und das denke ich. Genau, deswegen ja auch sozusagen dieser stufenweise Anstieg, eben wie gesagt mit 100, damit man einfach mal eine griffige Zahl hat, mit der man irgendwas anstellen kann. Und dann sozusagen so das Ziel anzufangen, mit 100 wird wahrscheinlich die meisten noch nicht auf den ganzen Arbeitstag in der Woche verzichten. Aber selbst wenn man es nur schafft, einen Tag im Monat mehr frei zu haben, an dem im Endeffekt Muße möglich ist, an dem man zur Ruhe kommt, an dem man zumindest einmal mehr durchschnaufen kann, als es die 2 Tage eventuell am Wochenende sind. Und dieses schrittweise sozusagen aufzubauen. Und deswegen, also dieses System kommt nicht per se, genauso wie im Endeffekt Gedanken sich nicht per se ändern. Es funktioniert. Im Endeffekt, Dinge müssen auf der einen Seite erlebbar werden, damit sie ihre Wirkung entfalten. Auf der anderen Seite, die Wirkung, die sie entfalten, machen erst die nächsten Schritte möglich. Ich kann einen Berg nicht vom Gipfel an besteigen, das funktioniert nicht. Aber ich kann dort oben ankommen, wenn ich mir entsprechende Planung mache. Dann muss ich erst den Hubschrauber bauen, um das zu erreichen. Das heißt, ich muss dann andere Zwischenschritte gehen. Und deswegen, eben dieser Fluss, den Menschen auf der einen Seite parallel mit der Selbstbestimmung über das Leben, über ihr eigenes Leben, im Endeffekt das zurückzugehen, auch das in den Köpfen klar zu machen. Es mag unglaublich viel Kraft kosten, unglaublich viele Hürden zu überwinden sein, zu sagen, ich fahre meine Arbeit runter oder ich gebe meine Arbeit auf oder ich wechsle meinen Beruf. Das sind Hürden, die machen so welche Ängste, weil sie natürlich sowas von existenzgefährdend sind in der Form, wie wir unsere Existenz gewohnt sind. Wenn ich nicht mehr so einfach im Supermarkt meine 500 Euro im Monat auf den Tisch hauen kann, dann habe ich halt ein Problem. Deswegen werde ich diesen Job dann nicht aufgeben, egal wie vernichtend, wie gefährlich der auch immer ist. Weil das andere sozusagen für mich gedanklich mein Leben mehr gefährdet, als sozusagen einen Job, bei dem ich mich tagtäglich um mein Leben so oder so bringe. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Unternehmen ganz bewusst Ängste schüren um Arbeitsplätze, damit die Mitarbeiter noch fleißiger arbeiten und auch der Staat schürt Ängste, jeder Staat, die DDR haben ihre eigenen Ängste geschürt, nach dem Weltkrieg auch. Die Diskussion hat mich jetzt eigentlich zu der Erkenntnis gebracht, dass das Umdenken wichtiger ist als eine andere Währung, als das Geld. So ist es. Denn eigentlich ging das ja alles mehr oder weniger fast genauso mit der bisherigen Währung auch. Das Problem ist ja, um auf ein Beispiel zurückzukommen, was Sie vorhin gebracht haben, dass es in den Köpfen halt drin ist, dass man Ansprüche hat und sein Geld ausgibt für unsinnige Dinge. Warum kann ein Fußballtrainer 60 Millionen Euro verdienen? Weil es eben einen ganzen Haufen Leute gibt, die relativ hohe Summen dafür zahlen, um sich ein Fußballspiel im Stadion anzuschauen oder um Fernsehgebühren zu zahlen an Sky, um so ein Spiel im Fernsehen anzuschauen. Sonst ging das ja gar nicht. Und vor allem, wenn die Werbung da so viel Geld zahlt. Weiß ich nicht. Also Sie haben natürlich vollkommen recht, dass man da was Paralleles schaffen muss. Wenn Sie heute einen alternativen Arbeitsmarkt schaffen wollen, der anders funktioniert, müssen Sie einen parallel zweiten Arbeitsmann schaffen. Ob der dann mal größer wird oder kleiner bleibt, ist eine andere Frage. Aber es geht nicht, in dem ins bestehende System zu verlieren, sondern Sie brauchen dann eine Alternative, die parallel daneben herläuft. Das ist mir vollkommen klar. Und das ist eigentlich, ich habe, genau mit dem parallel daneben, damit habe ich meine Probleme. Ja, das geht. Weil ich immer das Gefühl habe, es kann zwischen den beiden Sachen keinen Kampf geben. Und es kann auch, wenn ich eben Brötchen kaufe, und ob ich das mit Euro kaufe oder mit Credere oder so,
das hat, eigentlich hat dann das eine und das andere nämlich den Wert eines Brötchens. Das Problem ist, also es ist immer wieder dasselbe. Und das könnte ich genauso mit Dollar machen oder so. Es ändert erstmal nicht. Ja, im ersten System sitzen aber Leute, die machen einfach so und bleiben auf ihrem Sessel kleben und halten alles fest und wollen es nicht loslassen. Das ist das Problem. Ja, weil ich glaube, wir können eigentlich nur mit kleinen Schritten anfangen. Und kleine Schritte für meine Begriffe bedeuten, dass wir mithelfen, dass ich sag jetzt mal sowas wie, das fängt ja schon langsam an, dass man bei den oberen Managern einen Makel setzt, wenn die so extrem viel mehr als ihre Belegschaft verdienen. Dass man das wirklich als Makel auch durch die Presse geht und da schon angeprangert wird. Vor ein paar Jahren habe ich davon nichts gehört. Da habe ich nur gehört, dass die stolz sind, so viel zu haben. Bei Fußballtrainern habe ich noch nicht gehört, dass das in einem Maß so hoch wäre, dass es unanständig wäre. Aber bei Managern sonst, bei Firmenmanagern schon. Wir sollten mithelfen, dafür zu sorgen, dass, ich sag mal, unsere Krankenschwester, unsere Müllmänner oder sonst was in ihrem Einkommen nicht einfach so tief unten sind. Ja? Da sollten wir mithelfen. Das bedeutet aber, dass wir auch, ich sag mal, in unsere Krankenversicherung allemal mehr bezahlen müssen. Zum Beispiel, das wird nicht anders gehen. So, denn das trifft dann uns ja auch alle, ob wir wollen oder nicht, auch die Krankenschwestern selbst müssen ja ihre Krankenversicherung zahlen. Ne, das trifft dann alle, damit da auch der entsprechende Lohn bezahlt werden kann. Aber es muss, denke ich, so sein. Aber es ist letztlich so, dass eigentlich genügend Geld vorhanden ist, wenn es nur richtig verteilt wäre. Das gleiche ist mit Arbeit. Die einen Leute arbeiten 70 Stunden Woche und die anderen müssen sich mit 400-Euro-Jobs rum und irgendwie, wenn das müsste nur richtig verteilt sein, dann wäre da mehr, ja, es ist ja, Deutschland nimmt ja unglaubliche Gelder ein. Das ist ja nicht so, dass wir hier mal so, das ist ja ein Witz. Und es wird einfach nur halt. Und es muss natürlich eine Verteilung von oben nach unten, weil von unten nach oben verteilen, das du ja in den letzten Jahren. Das ist das, was wir eigentlich. Aber da kommt mehr bei oben, das ist ja das Schöne. Ja, aber das geht aber nur begrenzt, weil der Kapitalismus ist ja eine Spirale. Ja. Das heißt, es wird immer enger. Und ich meine, immerhin, der Kapitalismus hat den Vorteil, dass Entwicklungen schnell vorangetrieben werden, ist aber eben nicht nachhaltig und ist für die Umwelt beschissen und für Soziale. Das ist halt das große Problem daran eben. Aber das. Und was ich noch glaube, wir haben doch, wenn wir gucken, in den letzten Jahrzehnten gucken, ist unsere Arbeitszeit, die wir geleistet haben, doch stark runtergegangen. Also ich kann mich an Zeiten noch erinnern, bin ja nur noch ein Stück älter, wo also 48-Stunden-Woche durchaus normal war. Wenn man heute das jemandem sagt, dass er 48 Stunden arbeiten soll, das sind also 20% mehr, oder rechne ich falsch, locker mal also, eben. Da kommt es ja drauf an, auf welcher Ebene man arbeitet. Ja, na, es gibt ja Manager genug, oder ich, also, oder also, ich habe auch schon 80 Stunden in der Woche gearbeitet in meinem Job, aber als unbezahlte Überstunden. Also das war halt mal so und ich habe es halt meinen Job auch gerne gemacht, deswegen halt nicht auf den Sinn reingehängt, das war vielleicht auch ein Fehler, aber ist auch egal. Aber ich sag mal, wir haben eigentlich dadurch doch die Möglichkeit, oder die ist doch geschaffen worden, dass man sagt, da sind so viel mehr Freizeit eigentlich sein müsste. Aber das Empfinden ist doch gar nicht so. Wenn ich die Leute heute frage, dann haben sie nicht das Empfinden, dass sie so viel Stunden mehr frei haben als früher. Für Dinge, die eigentlich doch schön wären und die wichtig wären. Also die Arbeitszeit in Stunden gemessen ist für die meisten Leute schon in den letzten Jahrzehnten weniger geworden. Aber dafür ist die Arbeit, das Arbeitsklima im Allgemeinen wesentlich kritischer. Das Klima ist schlimmer geworden. Und man empfindet es deswegen, glaube ich, eher als Mehrbelastung als vor 20, 30 Jahren. Und dann ist es natürlich so, dass durch die Automatisierung, die in fast allen Bereichen der Arbeitswelt stattgefunden hat, die gleiche Wertschöpfung mit wesentlich weniger Arbeitsaufwand erzeugt werden kann. Und wenn das jetzt 20% weniger Arbeitszeit sind als vor 30 Jahren, dann wird trotzdem wesentlich mehr in dieser Arbeitszeit produziert, so dass es nur Tropfen auf den heißen Stein eigentlich ist. Das ist eine Unverteilung zwischen arbeitsgeleisteter Arbeitszeit und eigentlich
der Produktivität. Die Produktivität ist enorm gestiegen. Ja. Aber die geleistete Arbeitszeit ist runtergegangen, so würde ich es auch sehen. Ja, aber die geleistete. Und damit ist vielleicht auch das möglich gewesen, dass man das so macht. Aber, also ich sage mal nur, es ist doch normal gewesen, dass Leute das nicht genutzt haben, ihre Freizeit, die sie haben, nicht zwingend genutzt haben, in Muße und Ruhe und in Ausbildung für sich. Und ich frage mich, warum. Ich würde dazu gerne gleich nochmal was sagen, weil da gibt es einige wichtige Aspekte im Thema Arbeitszeiten. Also die Illusion der Umverteilung, die wird niemals funktionieren. Sie können heute alles gerecht nach Köpfen verteilen, jeder hat das Gleiche. Und nach einem Jahr sind wieder die Hälfte, die nichts mehr haben, die anderen haben wieder das Doppelte oder mehr. Was aber ein interessanter Aspekt ist, Sie tun ja auch Software entwickeln. Wenn heute jemand wirklich eine Software entwickelt, die bahnbrechend ist, ja, und er dadurch natürlich Milliardär wird, ja, weil es halt einfach so vervielfältigt wird, dann ist ja die Frage, was mache ich jetzt mit dem Geld? Kann ich das sinnvoll wieder irgendwo zurückgeben, in Projekte reinstecken? Ja? Das lässt sich nicht verhindern und es macht ja keinen Sinn. Wir tun das Gleiche, da würde ich sagen, warum soll ich mal da tausende von Nächten um die Ohren schlagen, wenn ich sowieso das Gleiche kriege, jeder andere auch, dann entwickle ich doch bei Software. Also wir brauchen für den Fortschritt natürlich auch diejenigen, die bereit sind, wissenschaftlich zu arbeiten. Also ich greife erstmal das Thema wegen der Arbeitszeit auf, weil, also wenn man jetzt weiter zurückgeht, ich sag mal 60er, 50er, 60er Jahre, die Arbeitszeit, die da ist, bis zu den 70ern, da ist auf jeden Fall spürbar, dass sozusagen die Gewerkschaften sehr viel Arbeitszeit Ermäßigung, also Arbeitszeit runterfahren und teilweise mit Lohnausgleich und so weiter das hinbekommen haben. Seit den 70er Jahren ist so tendenziell die Umkehr, dass das selbst bei uns nicht mehr funktioniert. Und selbst damals ist die Frage, hat das so ohne weiteres funktioniert, wenn man sich die weltweite Situation anschaut. Wir wissen, dass im Endeffekt in China die Leute 12 bis 16 Stunden Tage haben und da ist nichts von wegen Arbeitszeitermäßigung. Das heißt, die Frage ist im Endeffekt, wie weit hat unsere Arbeitszeit runterfahren, vor allem damit zu tun, dass wir im Endeffekt arbeiten, sonst wohin ausgelagert haben. Das heißt, sicher, wir haben im Endeffekt durch die Wertschöpfung, dadurch, dass wir Maschinen einsetzen, haben wir einen größeren Hebel, sozusagen Produkte zu bekommen, von anderen zu beziehen, die halt körperlich arbeiten. Ein Mensch kann nur 24 Stunden am Tag arbeiten, der kann das nicht. Eine Maschine kann ich im Endeffekt 10 Maschinen nebeneinander setzen, die machen die zehnfache Arbeit wie eine Maschine. Das heißt, das kann ich skalieren. Einen einzelnen Menschen kann ich nicht skalieren, den kann ich theoretisch irgendwann vielleicht mal klonen, dann setze ich 20 Leute daneben. Gibt ja auch nette Spielfilme, die das Thema aufgreifen. Aber im Endeffekt, dieses Thema ist vor allen Dingen, die Frage ist, warum sind diese Arbeitshebel da? Auch damals, als es in Deutschland, ich glaube auch im Gesetz stand irgendwann noch Regelarbeitszeiten von 60 Stunden die Woche, das stand mal noch im Gesetz, das war dann sozusagen die Oberschranke, nicht dass, also dass man die Leute nicht noch mehr arbeiten lässt. Und das sind im Endeffekt einfach Entwicklungen, die hat nicht der Gesetzgeber angestoßen, sondern die sind sozusagen vorweggenommen. Weil irgendwo brennt ein Mensch auch aus. Irgendwo sind seine Grenzen. Das Problem in China und Indien ist, es sind so viele Menschen da, dass es natürlich dem Arbeiter auf die eine Person nicht ankommt, die da ausbrennt. In Deutschland, Europa haben wir das ein bisschen geändert. Es wird zumindest thematisiert, aber das Thema Burnout, Depression ist die größte Krankheitsrichtung, die in diesen Berufen von wegen Stressniveau hat zugenommen, Leistungsdruck hat zugenommen. Aber es gibt zum Glück auch Leuchttürme. Es gibt einzelne Firmen, die einen anderen Weg gehen. Die wissen, dass im Endeffekt, also gerade weil das die wertschöpfende Tätigkeit in Teufel ist, kreative Tätigkeit. Und die wissen, kreative Tätigkeit funktioniert nicht nach Stechuhr. Aber da ist im Endeffekt die Gefahr, was ich auch vorhin nochmal, es geht mir mit Credere auch nicht darum, die Hausfrauenarbeit anzuerkennen, weil sie soll nicht bezahlt werden in Zukunft. Ich will ja im Endeffekt weniger Leben kommerzialisieren und nicht noch mehr. Das heißt nicht, dass wenn ich nach Hause komme, im Endeffekt der Kommerz weitergeht, weil ich werde jetzt für meine Haushaltstätigkeit bezahlt. Das ist ja absurd. Irgendwas sollte doch Leben sein. Und im Endeffekt, solange auf dem Leben letztlich sozusagen dieses Preisschild klebt, stehe ich sozusagen im Kapitalismus und lebe nicht. Also das ist sozusagen diese menschliche Diskrepanz. Und da, denke ich, ist noch viel Wandel möglich. Es geht nicht darum, die Preisschilder auszudehnen, sondern die Preisschilder zurückzunehmen. Und das ist dann nämlich auch die Sache, wenn ich die Preisschilder zurückfahre, dann können immer mehr Leistungen erbracht werden, die gegeben werden und nicht im Austausch stattfinden. Wenn ich gedanklich so weit komme. Ich könnte es mir heute auch nicht vorstellen zu sagen, ich verzichte sozusagen mal eben und gehe nur für 10 Stunden sozusagen Software entwickeln, wenn ich weiß, ich kann das 5- oder 10-fache bekommen. Weil warum sollte ich denn auf den Hebel verzichten? Heute ist es schwierig sozusagen
das zu machen. Wenn es aber im Endeffekt im gesellschaftlichen Kontext Usus ist, das heißt, es ist nicht normal, sozusagen einen Hebel zu haben und sozusagen moralisch tatsächlich das Geschmäckle da ist, ja, wieso willst du jetzt das 20 oder das Doppelte verdienen wie der andere und so weiter? Bringst du denn doppelt so viel? Hast du so viel Einfluss? Und das ist nämlich das Interessante, wenn es dann zum Beispiel auch zu diesem Weg der Offenlegung geht. Das heißt, alle Einkünfte, die ich in dieser Firma habe, sozusagen jeder weiß genau, wie viel der andere bekommt. In Deutschland ist es noch schwieriger wegen der ganzen Neiddebatten und so weiter. Aber wenn wir tatsächlich mal wissen, sag mal, du sitzt doch genauso am Computer und erfasst Aufträge wie ich auch. Wieso verdienst du 20% mehr? Kann mir das mal jemand erklären? Und ich mache sogar noch weniger Fehler dabei als du. Und ich muss das auch, also im Endeffekt, diese Diskussionen, die fehlen alle noch. Aber die können wir nicht von heute auf morgen losbrechen. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dieses System nicht als Gegensystem zu entwerfen, sondern als Alternative. Es geht nicht darum, in diesen Streitereien, in diesen, wir müssen den anderen was wegnehmen, um das irgendwie, diese ganze Umverteilungsdebatte, die führt nirgendwo hin, außer zu Konflikten. Und ich löse damit kein Problem. Wie gesagt, das ist im Endeffekt nur ein Ansatzpunkt zu sagen, es ist eine Möglichkeit. Kredere löst die Probleme nicht, aber es gibt andere, also sozusagen es ermöglicht, neue Wege zu gehen. Ich meine, selbst wenn Sie jetzt alle Deutschen davon überzeugen, dieses System zu leben, dann dadurch, dass wir global sind, stehen in China alle jungen Leute auf und sagen, genau, wir wollen jetzt erstmal alles das haben, diesen Luxus, diesen Konsum. Und da gibt es viele Länder, die noch arm sind und die dann auch diesen Konsum irgendwann erleben wollen. Also das ist, man muss es ja auch global sehen. Man kann es ja nicht national sehen und sagen, eine Nation tut sich jetzt in Bescheidenheit und geht aus Mamsterrad raus, sondern das ist ja auch ein internationales Problem. Genau, und das führt mich nochmal zu einem anderen Punkt zurück, weil im Endeffekt ein spannender Punkt, den ich auch sage, jeder muss mal erlebt haben, dass Geld nicht glücklich macht. Genau, weil nämlich genau an dem Punkt kann letztlich erst das Umdenken stattfinden. Weil wenn ich es vorher durch Reflexion und so weiter nicht schaffe, aus sozusagen dem Bild der Werbung auszusteigen, zu sagen, nein, wenn du dir das Auto gekauft hast, wenn du dir die Wohnung, wenn du dir dieses Lebensmittel, diese Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel gekauft hast, dann wirst du nicht glücklicher sein. Im Gegenteil, eventuell stößt sich das noch tiefer ins Hamsterrad. Du wirst noch mehr das Gefühl haben, nicht Herr deines Lebens zu sein, weil du noch mehr Geld brauchst, um es sozusagen für diese Dinge auszugeben. Und du wirst damit nur noch mehr Unruhe erzeugen und eventuell in Burnout laufen. Aber wie soll man diese Erfahrung den Menschen machen lassen, wenn sie nur den Mangel erleben und sozusagen diese Träume projiziert bekommen? Wenn ich das habe, werde ich glücklicher sein. Die Frage ist, warum man auch... Ich habe nicht viel Geld, aber trotzdem weiß ich, dass es nicht glücklich macht. Das sehe ich an anderen noch nicht. Das sage ich dir, das war nie die Aufgabe des Geldes. Ja. Aber ganz wichtig, als Alternative noch zum Hamsterrad. Hamsterrad, habe ich 25 Jahre selber, 30 Jahre drin gelebt, bedeutet ja, ich bin gezwungen, etwas zu tun, um meine monatlichen Belastungen zu bezahlen. Jetzt gibt es ja auch Menschen, so wie ich, die machen etwas aus Leidenschaft und die würden das auch ohne Geld machen. Ne? Und weil Sie vorhin gesagt haben, wegen Ausbrennen, also wenn ich früh um 3 Uhr aufwache und ich habe richtig Lust zu arbeiten, würden Sie mich richtig, ja, es wäre für mich furchtbar, wenn Sie sagen müssen, ich dürfe jetzt noch nicht, ja. Ich muss bis 7 Uhr warten, ja. Also solche Menschen, die fragen auch nicht, wie viel Geld kriege ich jetzt dafür, ja, sondern die tun es eben aus Leidenschaft. Und wenn ich 100 Stunden in der Woche aus Leidenschaft arbeite und ich dürfte nur noch 40, das wäre furchtbar, ja. Verstehen Sie, was ich meine? Weil da ist ja auch eine Leidenschaft und die Energie ist ja auch dafür da. Also da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung ergänzen. Ich habe sehr oft Probleme damit gehabt, vor allem als ich noch angestellt gearbeitet habe, mit den 10-Stunden-Limit sozusagen, die man am Tag arbeiten darf. Weil wenn man einfach, also gerade als Softwareentwickler auch im Flow ist, wie das dann so schön heißt, da sind 10 Stunden, wenn man einfach da noch drin schwimmt, da will man nicht aufhören. Und es gibt sogar noch eine Steigerung, die habe ich erfahren, die nenne ich Superflow. Also Flow ist, wenn das Leben fließt und Superflow ist, wenn das Leben in Strömen fließt. Ja. Okay. Und dann erleben Sie wirklich Dinge, ich habe ja vorhin gesagt, jeder hat Talente und Fähigkeiten. Und die Talente und Fähigkeiten haben, die haben auch die Energie, es umzusetzen. Ja. Und ich erlebe im Moment, früher war ich abends um 7 Uhr müde und konnte nicht mehr. Und jetzt auf einmal geht es Energie da. Jetzt kann ich weiterarbeiten, ohne dass ich müde werde. Nur weil mir das, was ich mache, eben unheimlich Spaß macht. Ja. Das ist der große Punkt. Und Hamsterrad bedeutet eben nicht Leidenschaft und Spaß, sondern müssen. Ja. Funktionieren müssen beide, nämlich die Hausrate, die Leasingrate, die Mitarbeiter, alles muss bezahlt werden. Ja, und das ist der große Stress. Der macht krank.
Und wenn man das mit einer Arbeit macht, wo man eigentlich sagt, ich... Das Problem ist aber, 90% der Menschen wissen gar nicht, was sie wollen. Das ist ein ganz großes Problem. Ne? Ich glaube, oder kümmern sich nicht genug. Ich glaube, ganz viele Menschen kümmern sich nicht genug um sich selbst. Sie fragen sich nicht genug, was ist für mich wichtig. Das ist auch ein ganz großes Problem. Ja, also ich denke, das ist wirklich ein Problem in unserer Gesellschaft, was den Menschen vermittelt wird von klein an. Ich habe ein Interview gelesen die letzten Tage mit einer Frau, die aus Syrien geflüchtet ist, wie es ihr denn so in Deutschland geht. Das ist schon ein bisschen länger hier, ich glaube schon 1-2 Jahre. Und sie hat gesagt, oh, gefällt ihr so ganz gut und so weiter. Aber eine Sache, die hier komisch vorkommt an den Deutschen, wir reden immer nur über Arbeit und Geld. Und das findet sie ganz komisch. Sie kann das überhaupt nicht verstehen. Also stand da so. Wie gesagt, die Leute, wir haben kein anderes Bild. Das ist unser Lebensbild wahrscheinlich. Unser universelles Gesellschaftslebensbild ist Geld, Arbeit. Wir werden doch vom Kindergarten an drauf getrimmt. Also als ich klein war, da konnten wir im Kindergarten noch spielen. Ich hatte noch die blöde Variante, weil ich hatte noch die strenge Variante. Ich durfte nicht so spielen, wie ich wollte, aber ich musste nicht lernen. Dann irgendwann ein bisschen später kam die Variante, die durften alle frei spielen. Und dann kam die Variante, sie müssen früh genug anfangen mit dem Lernen, damit sie dann in der Schule besser werden. Damit das perfekte Menschen werden. Aber wozu soll dieser perfekte Mensch denn dienen in unserer Gesellschaft? Damit er ein perfektes Arbeitsleben hat. Nicht damit er ein glücklicher Mensch ist, sondern damit er da funktioniert. Genau das. Und wie gesagt, wir müssen uns nicht wundern und wir können auch überhaupt nicht erwarten, dass wir irgendeine andere Vorstellung vom Leben haben oder dass irgendjemand wüsste, wie er wirklich glücklich wird. Weil wo soll es denn herkommen? Wir sind da drin. Ja, aber. Also ich sag mal, wenn jemand das von klein auf so gelernt hat, oder ich sag mal, wenn ein Kind eine ganz schwierige und ganz schreckliche Kindheit gehabt hat, und ein Elternhaus, was vielleicht nicht liebevoll war. Wenn jetzt, sage ich mal, eine 70- oder 80-Jährige immer noch daran krankt, ich kenne so jemand, deswegen das Beispiel, daran krankt, dass es in der Kindheit ganz schrecklich war, dann sage ich mir, Herrgott, noch eins dazwischen, die Kindheit waren vielleicht 15 Jahre, 20, wenn da jetzt noch 60 Jahre dazwischen liegen, irgendwann muss das doch auch mal. Man muss erstmal dazu kommen, das zu reflektieren, man muss erstmal also, auch vielleicht weil ich denke, das ist auch dazu, tun auch was selber, dass man Lösungen wenn ich dazu ein Beispiel bringen darf. Es gibt so ein schönes Beispiel. Der eine Bruder ist Alkoholiker, der andere ist Rechtsanwalt. Und wenn man sie beide fragt, warum sie das geworden sind, sagt jeder wegen meinen Eltern, weil die waren auch Alkoholiker. Also jeder entscheidet im Grunde genommen selber. Aber ich habe ja vorhin gesagt, wir sind auf der Welt, weil wir Talente, Fähigkeiten haben und unsere Aufgabe ist, die herauszufinden. Die Schulen oder die Kindergärten müssten viel früher anfangen, individuell bei den Kindern die Fähigkeiten, Talente heraus. Und dann müssten wir sie sozusagen in die Spuren bringen, was jetzt im Moment gemacht wird. Aber das sind ja nicht die Schulen schuld, das ist ja die Gesellschaft schuld, weil die Wirtschaft steckt dahinter, die will, dass die Leute deswegen auch was sagen zu sagen, weil wir sind erzogen waren, immer mehr unseren Verstand zu gebrauchen, statt unsere Intuition, unsere Fähigkeit. Ne? Man hat es uns aberzogen, die Kinder können das noch sehr gut. Nicht unbedingt erzogen, unseren Verstand zu gebrauchen. Würde ich mal an unser Schulsystem doch Zweifel setzen. Das wäre schön, wenn es so wäre. Es wäre schön, wenn es auch die Intuition sehr schön, danke. Das ist ganz wichtig, ist wieder aberzogen, was ihr eigentlich im Leben sehr gut gebrauchen könnt. Also deswegen, da würde ich ganz gerne aufgreifen, weil vor allen Dingen eben auch das Thema der Schuld. Also im Gräber wird ja mit Schuld sehr stark gearbeitet und dieses Mähen, irgendetwas Schuld zu sein, Schuld zu haben oder irgendjemandem die Schuld aufzuladen, das wird ganz stark transportiert mit dem Geld auf der einen Seite, mit solchen Ansagen von wegen, ja, wenn du dann eine schlimme Kindheit hattest, ja, dann sind die Eltern schuld, dann ist dann dir im Verfusch, fangst nochmal von vorne an, so nach dem Motto. Für mich ist da im Endeffekt ein Ausspruch, es ist nie zu spät, eine gute Kindheit gehabt zu haben. Das heißt, ich kann immer sagen, jetzt aber anders. Das heißt, ich muss mich nicht festlegen, nur weil im Endeffekt etwas gestern passiert ist, muss ich morgen so handeln. Genau das ist ja unsere Freiheit. Die Frage ist halt nur, ob wir sie nutzen. Und klar, im Schulsystem es bringt im Endeffekt wenig davon, im Endeffekt Schuld zu verteilen, wer jetzt was, worüber, sondern die Frage ist, was sind die Mechanismen, warum ist das Schulsystem so, wie es ist? Es ist perfekt,
für das, was es erreichen soll, aus meiner Sicht. Weil im Endeffekt das Ziel ist, ich brauche Menschen, die gehorsam sind, Befehle erfolgen, sich der Hierarchie anpassen, sich einordnen und im Endeffekt möglichst nicht viel frei denken und schon gar nicht selbstständig handeln. Das ist im Endeffekt das primäre Ziel, wozu im Endeffekt die meisten Schulen sozusagen hingehen. Ein paar Einzelne sind sozusagen für die Spitze gedacht, die eventuell eigene Gedanken haben sollen, aber das sind sehr, sehr wenige. Das sind eine Handvoll oder ein Dutzend, die ich maximal unterbringen kann, die ich sinnvoll im System sozusagen nutzen kann. Alles andere ist irgendwie, spannend ist das, die Entwicklung in China, weil da ist es ja noch enger und da ist sozusagen, in der Arbeit soll ich jetzt plötzlich kreativ und frei sein und im politischen Leben oder halt sozusagen außerhalb der Arbeit soll ich im Endeffekt auf Linie sein. Das beißt sich. Das heißt, deswegen sind die ineffizienter zumindest als wir noch, weil die Frage ist, bei wie lange ist sozusagen die Freiheit, die auf der einen Seite in den kreativen Ingenieursberufen und so weiter, die ja etwas noch entwickeln sollen, erzeugen sollen, gegeben ist, und wie viel Freiheit haben wir im politischen System? Weil im Endeffekt alle sagen, ich bin nicht dafür verantwortlich, das machen andere. Das sind entweder die über mir oder die unter mir, die rechts oder die links sind schuld. Es ist egal, irgendjemand, aber auf jeden Fall sind ganz viele damit beschäftigt zu sagen, warum sie keine Verantwortung dafür haben. Das ist das Primäre. Und wenn man auch Politikern zuhört, die primäre Aussage von Politikern ist, ich bin nicht dafür verantwortlich und ich kann es nicht ändern. Weil wir... Ja, es gibt ja diese schöne Sache, dass das Universum an sich ja sehr vollkommen ist und unser Schöpfer sich überlegt hat, was mache ich jetzt mit den Menschen, mache ich sie auch vollkommen und sich dann aber gedacht hat, es wird todlangweilig. Wir haben uns den freien Willen gegeben, ja, den freien Willen jeden Tag von neuem zu entscheiden, was ich mache. Und dieser freie Wille ist genau das, was uns Menschen eben ausmacht. Und der eine entscheidet sich halt, ich mache nichts, und der andere entscheidet halt, ich schreibe eine Software, das ist eben unser freier Wille. Und daher haben wir ja die ganze Problematik auch. Ne? Das wird problematisch. Ja, generell, das. Viele haben ja aber den freien Willen, das stimmt. Ja. Also im Endeffekt, das wird erst dann, weil wenn mehr den freien Willen haben, müsste es mehr Abstimmungsarbeit geben, weil ich ja wenig finde, die sozusagen einfach nach meiner Richtung laufen. Aber da so viele darauf verzichten, ihren freien Willen nachzugeben, werden natürlich die, hinter die, also die schaffen, diese hinter sich zu sammeln, natürlich umso mächtiger. Weil das ist halt, weil wenn jeder von uns tatsächlich nur das Individuum wäre, was er ist, und alle anderen auch akzeptieren würden, dass jeder nur eine Person ist und nicht mehr, dann hätten wir ganz andere Machtverhältnisse. Dann würden im Endeffekt diese Machtkonstrukte, nach denen wir uns heute sozusagen richten, automatisch in sich zusammenfallen, weil wir merken würden, Moment, die Merkel ist doch nur eine Person. Hey, wieso machen die alle, was Merkel sagt? Es ist doch nur eine Person. Weil eben da eben die Gedanken sind, oh, die hat noch so und so und so, die hat Leute mit Waffen und dies und das und die kann alles Mögliche. Befehlen, ja, aber dann brauchst du immer noch die Leute, die diese Befehle befolgen. Und deswegen, wenn ich daran gehen will, zu sagen, dass Leute Befehle nicht mehr befolgen, dass Leute ihren eigenen, dann eben zu sagen, eben die Freiheit stärken, um Selbstverantwortung zu leben. Das ist genau das Thema. Menschen sind in Beziehungen, aus denen sie nicht herausgehen, wegen dem Geld, also sie nutzen ihren freien Willen nicht. Menschen sind in Jobs, die ihnen nicht gut tun. Sie machen von ihrem freien Willen keinen Gebrauch, etwas anderes zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Und auch das ist der Teil des freien Willens, zu entscheiden, nicht zu handeln. So, genau. Das Komische, aufzustehen. Das Komische ist ja, dass die meisten Leute, die zu den Winnern gehören, die Mächtigen sind und ganz oben sind, wie zum Beispiel bei den Politikern vielleicht an Putin und eine Merkel oder auch viele Manager, dass die ja genauso im Hamsterrad drin sitzen. Die haben zwar Macht, die haben zwar Geld, aber nutzen das Geld auch nicht irgendwie sinnvoll, sondern sie sind immer nur darauf aus, noch mehr Macht und noch mehr Geld zu haben. Also ich sehe nicht, wer da eigentlich wirklich der Gewinner des Systems ist. Wer einen Vorteil davon hat, dass alle im Hamsterrad sitzen, nur er nicht. Oder sitzen alle im Hamsterrad. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Allerdings, was ich mit der Macht noch, weil es jetzt so oft gerade war, ich finde, mit Macht kommt Verantwortung. Das Problem ist heute, dass viele Leute wollen viel Macht haben. Viele verzichten auch auf Macht, aber die, die sich durchsetzen eben, die sich das erkämpfen, die wollen die Macht, die haben sie auch, aber die Verantwortung wollen sie nicht übernehmen. Ich habe zum Beispiel, also ich weiß nicht, ich meine, man kann pro gegen Merkel, das ist mir völlig egal, aber ich sehe zum Beispiel nicht, wo diese Dame die Verantwortung übernimmt für das, was an Scheiße läuft. Ich sehe nicht, dass sie eine klare Linie fährt,
sondern das ist mal so und dann übermorgen ist wieder so und dann ist wieder so. Und das ist für mich einfach, wo ich den Eindruck habe, die hat doch komplett die Verantwortung abgegeben. Die stellt sich doch nicht hin und sagt, jetzt soll das Volk mal über mich richten, das passiert doch überhaupt nicht. Und das ist halt, was ich nicht verstehe. Oder, also all die, die immer so nachher, ich meine, gut, wie gesagt, bei ihr das Geld, was sie verdient, ist absolut gerechtfertigt, weil sie nämlich genauso im Hamsterrad steckt und das ist sicher kein schöner Job. Also ich denke mal, da ist mancher wahrscheinlich als Bäcker mit einem geringen Geld fröhlicher dran als irgendwie Merkel mit ihrem Geld. Aber eben zum Beispiel Schröder, der es dann ausgenutzt hat und jetzt halt quasi nach der Politik die dicke Wirtschaftsscheiße da abzieht. Sowas sind halt Dinge, da finde ich, da hängt es einfach. Wer die Macht will, der muss auch die Verantwortung übernehmen. Man kann nicht vom kleinen Wurm erwarten, dass der das Leben für sich regelt und dann auch am besten für die Gesellschaft, sondern das kommt meiner Meinung nach von oben. Natürlich muss der unten mit auch mitwirken und auch... Das glaube ich nicht. Ich glaube, es muss von unten kommen. Weil das nämlich genauso wie mit dem Geld. Wenn die ganz vielen unten sagen, wir wollen das anders, dann haben sie eine Chance, das zu tun. Das machen wir nicht. Fragen Sie mal die ganzen jungen Leute, ob ihr Handy. Lass mich mal aufregen. Ja, aber das, also da glaube ich wirklich, das ist wie mit der Mehrwertsteuer, die natürlich, wenn die erhöht wird, bringt das viel Geld in die Kassen. Wenn man den Reichen klein ein bisschen was abnimmt, dann ist das nicht so viel. Aber deswegen glaube ich, es geht nur, wenn. Ich sag mal, zum Beispiel China mit diesem extremen System, was die haben, dass die kleinen Leute kaum Geld zum Leben haben, nicht genug zum Leben haben, obwohl sie 16 Stunden arbeiten. Und das kaum für die Familie reicht. Wenn man sich, und dann auch unter Bedingungen, die ja teilweise lebensgefährlich sind und was man so hört, das ist sehr schrecklich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch, weiß ich, wie viele Jahrzehnte gut geht in dem Land. Das kann ich mir in dieser Situation, in dieser Form, wie es ist. Wenn sich da nichts ändert, dann wird es für meine Begriffe irgendwann einen Knall geben. Und ich hoffe nur, dass die Oberen vielleicht irgendwann mal schaffen, da ein bisschen nachzugeben, weil nur so wird es funktionieren. Und ansonsten wird es sehr böse werden, was da passiert, glaube ich. Und ich glaube, das wird daran liegen, dass nämlich die Kleinen irgendwann sagen, so nicht mehr. Und bei uns, glaube ich, sehe ich eine ganz, also okay, da sind wir aber vom Geld weg. Da sind wir weg. Also ein elementares Grundprinzip der Schöpfung ist ja die permanente Weiterentwicklung. Und die Natur hat nun mal vorgesehen, der Stärkere und der Zündere setzt sich durch. Also auch das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ein Naturprinzip, dass immer der Stärkere sich sozusagen weiterentwickelt. Gut, die Frage, ob das tatsächlich der Fall ist. Ne? Ja, genau. In dem Moment haben wir auch so ein bisschen Umdenken. Ja. Geld zum Beispiel hat mehr Macht als... Auch weg vom Stärkeren hin zur Kooperation. In dem Moment, wo wir uns zusammentun... Interessensgemeinschaft. Ja, kann der Stärkere, auch wenn die 15, 20 Schwache zusammentun, können sie irgendwann mal über den Stärkeren... stehen. Richtig, das hat man in der DDR damals gesehen, an der Wende, plötzlich haben sich alle zusammengetan und haben die vermeintlich Mächtigen zum Schutz gebracht. Ja. Da würde ich auch gerne noch ein Thema aufgreifen, das ist im Endeffekt noch ein anderes Buch, mit dem ich mich intensiv beschäftige, weil es geht um die Kontratjew-Theorie, ne? Im Endeffekt etwas anderes Wirtschaftstheorie im Endeffekt, das ist von Erik Händler, wer sich da sozusagen mal tiefer gucken will. Ich habe auf meiner Webseite auch eine Lesung auf sein Buch gemacht und da ist im Endeffekt das Spannende, ja, mit welchen Memen arbeiten wir und inwieweit stimmen die? Das eine tatsächlich von wegen des Stärkeren, also auch wenn Darwin dann sehr plakativ zitiert wurde, er wusste, dass die Kooperation zumindest einen sehr, sehr großen Aspekt in der Natur ist. Das heißt, es ist nicht nur entweder oder, sondern Kooperation ist sehr stark. Und das ist sozusagen, je nachdem, wo unsere Gesellschaft als primäres Meme gerade hinläuft, propagieren wir den Wettkampf, Olympische Spiele, nur einer kann gewinnen. Oder gehen wir in die andere Richtung, sagen Kooperation, im Endeffekt Gemeinschaft, diese Entwicklung. Und am Beispiel der DDR ist es auch sehr spannend, weil der Händler hat das noch ein bisschen ausgeführt und gesagt, ja, es stimmt natürlich, dass die Leute auf die Straße gegangen sind und dass da so ein gewisser Umschwung stattgefunden hat. Aber dieser Umschwung war nur deswegen möglich, weil die wirtschaftliche Kraft weg war. Das heißt, dieses System war wirtschaftlich so weit, im Endeffekt so kurz vor dem Zusammenbruch, dass sie nicht mehr die militärische Basis hatten. Die hatten ja im Endeffekt von Moskau sozusagen die Panzer entzogen bekommen. Das heißt, sie konnten die Menschen gewaltsam nicht mehr unterdrücken, sie hatten nicht die Machtmöglichkeiten dazu. Deswegen ging das dann gut. Und keiner wusste ja vorher. Viele hatten ja auch befürchtet, dass die Panzer wiederkommen, so wie in Prag und so weiter vorher auch.
Also deswegen, und für China ist das im Endeffekt eine spannende Perspektive, weil da geht es nämlich sehr darum, worauf basiert unser Wohlstand? Das heißt, wer ist wirtschaftlich am erfolgreichsten? Und wir kommen jetzt in die Richtung, wo es nicht mehr darum geht, der Fortarbeiter am Laufband oder sonst irgendwas, irgendwie automatisiert, Maschine, wenig denken und so weiter, sondern der nächste Produktivitätsschub ist Kooperation, Kreativität. Das ist sozusagen, wo die Wertschöpfung von Menschen noch liegt. Alles andere sind Maschinen. Und deswegen ist nämlich für China das Spannende, wenn China überleben will als Nation, dem mag es so gut gehen, wie sie wollen, aber wenn sie im Endeffekt in das Paradigma nicht weiter reinkommen, eben zu sagen, wir müssen die Geister öffnen, damit wir sozusagen irgendwo Weltanschluss finden, damit wir im Endeffekt weiter auch für die Welt produzieren können. Weil nur dieses Mechanistische, das kann man irgendwann drehen. Noch lohnt es sich vielleicht, die Näherin dort zu benutzen, aber nicht auf Dauer. Auch dort steigen die Löhne, und zwar rasant im Verhältnis von diesen niedrigen Niveaus. Und das heißt, auch dort, deswegen sind ja die auch von China nach Indien, nach Bangladesch, die sind ja schon wieder weitergewandert. Also Stück für Stück passiert es immer wieder in einzelnen Branchen. Das heißt, die Entwicklung ist letztendlich, womit schafft China diesen Hunger seiner Bevölkerung zu befriedigen? Und das nicht mit einem diktatorischen System. Aber klar, das ist ein Ringen, sowohl auch der Führung dort, und die da sozusagen sehr offen ist. Die hat den Kapitalismus erstmal perfektioniert, weil Kapitalismus sozusagen in dieser ersten Stufe, wo ich Menschen unterdrücken kann und erstmal sie ans Fließband stellen kann, ist perfekt. Das hat besser funktioniert als in diesen blöden demokratischen Freiheitsstrukturen, weil ich das sozusagen effizienter machen kann. Aber die nächste Stufe funktioniert nicht effizienter unter diesen diktatorischen Manteln. Kreativität funktioniert nicht in der Diktatur. Deswegen funktionieren ja auch die meisten Diktaturen nur deswegen, weil sie von den Demokratien finanziert wurden. Diese ganzen Abhängigkeiten. Und wenn man sich dann im Endeffekt anschaut, eben, was sind wirklich Ursachen, Wirkungen, wo spielt was zusammen und wo entsteht Wohlstand? Wer ist die Basis von unserem Wohlstand? Und da komme ich eben, wie mit dem Wertspeicher von vorhin, wieder darauf zurück. Wir Menschen sind im Endeffekt die einzige Quelle von Wohlstand. Die Maschine kann produzieren, was sie will. Wenn wir sie nicht darauf eichen, was sie produziert, und wir es nicht haben wollen, passiert dort nichts. Dann erzeugt die keinen Wohlstand, sondern etwas für die Müllhalde. Und Wohlstand ist eben nicht automatisch nur Geld, sondern es kann auch sein, dass man sich nachmittags auf den Balkon setzen kann und kann ein Buch lesen. Das ist auch für mich mittlerweile Wohlstand, auch Zeit zu haben ist einfach genau. Das ist im Endeffekt eben dieses Thema, Zeit zu haben, seine eigenen Ziele und Werte zu reflektieren ist und dann... Wo man Spaß hat? Wohlstand? Also zumindest erstmal herauszufinden, wer bin ich, wer will ich sein und wo will ich hin? Unabhängig von dieser ganzen Gesellschaft, die mir tausend Dinge an die Hand gibt, was ich tun solle, was ich tun müsse und wie auch immer. Also im Endeffekt, sich aus diesem Rahmen zu lösen, das ist, denke ich, naja, ich will es auch wieder nicht als Aufgabe vorgeben, weil es soll kein Soll sein. Im Endeffekt für mich, der sozusagen Freiheit als für mich persönlich als obersten Wert auf jeden Fall gesetzt hat, zu sagen, Freiheit ist das oberste Wert, alle anderen Werte sind diesem nachgeordnet. Wenn es eine Konfliktsituation gibt, ist die Entscheidung zu treffen, die Freiheit fördert und alle anderen sind darauf zu verzichten. Das heißt, auch das Thema Sicherheit, Abhängigkeit und als alles, menschlicher Kontakt ist wunderbar, aber nicht auf Kosten der Freiheit. Ich habe noch was zu Ihrer Frage vorhin. Ich habe jetzt die ganze Natur nachgedacht, weil es gemeint hat, die Leute sagen ständig, sie haben keine Zeit, obwohl sie ja weniger Wochen Arbeitszeit haben. Das eine ist sicherlich das, was du gesagt hast, dass einfach die Arbeitswelt härter geworden ist. Aber ich glaube, wir leben, das knüpft an dem an, was du jetzt auch gerade gesagt hast, was uns gesagt wird, wir leben in einem Zeitalter der Selbstoptimierung. Also ich denke, wir haben einen Wahnsinnsdruck oder wollten einen Druck haben, selbst zu optimieren und in alle möglichen Richtungen. Das heißt, es ist ja nach der Arbeit nicht zu Ende. Es ist ja nach der Arbeit nicht zu Ende. Das heißt, die Menschen sind eigentlich verplant. Die sind permanent mit irgendwas beschäftigt. Also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere an meine Eltern, an meine Kindheit, ja, die waren eigentlich dann abends nach der Arbeit zu Hause. Es gab 3 Fernsehprogramme, naja, dann gab es 5. Ja, war so. Ja, ich komme aus einer Zeit. Ich kenne es auch noch. Ich kenne auch noch die fernsehlose Zeit. Ja, die so bis nicht mehr. Aber wenn ich mir das heute vorstelle, sage ich, wie ist das bloß gegangen? Ja, zum Beispiel. Oder genauso, wenn ich mir heute vorstelle, ich hätte also kein Internet. Ich meine, so lange ist das noch nicht her, dass ja. Ich hatte in der Firma das Internet und habe gedacht, das reicht doch, wenn ich da reingucken kann. Aber heute sage ich mir, wenn ich das nicht hätte zu haben. Ja, also ich wäre ja abgeschnitten von der Welt. Überlegen Sie, was das für ein Zeitfresser ist. Also ich liebe das
Internet. Aber ja, natürlich. Ich muss mich echt reglementieren, weil wenn ich mich hinsetze am Rechner, dann muss ich mich wirklich vorher reglementieren, weil ich komme von Löckchen auf Stöckchen, ich bin an vielem interessiert. Und in einem Komma nix ist die Zeit weg. So ist es. Gab's nicht. Also die Leute haben 48 Stunden gearbeitet und ja. Also ich sehe noch einen anderen Grund, warum die Menschen weniger Zeit haben, das ist der ganze Wandel in der Gesellschaft. Also ich sehe es noch eigentlich einen sehr guten Unterschied zwischen zwei meiner Schwestern. Die eine wohnt bei meiner Mutter im Haus, die andere wohnt weit weg in einer Stadt und hat dort niemanden. Die weg von der Familie wohnt, sie hat viel weniger Zeit und sehr viel mehr Stress als die Schwester, die bei meiner Mutter wohnt, weil die bekommt erstens ein Essen gekocht, auf deren Sohn wird aufgepasst, die kriegt die Wäsche gewaschen, gestopft und sonst was. Und das war früher aber normal. Also wir haben nicht nur, die Menschen haben nicht nur mit den Eltern, sondern sogar noch mit den Großeltern zusammen gewohnt. Die Frauen sind nicht arbeiten gegangen. Also von meinen Schulkolleginnen, ich glaube nicht, dass da eine Mutter arbeiten gegangen ist. Nicht eine. Das war im Osten anders, ich weiß, aber hier war es nicht die Norm, dass die Frauen arbeiten gegangen sind. Und auch tatsächlich noch meine Schulkolleginnen selbst, die nicht irgendwie studiert haben, wenn die einen ganz normalen Ausbildungsberuf gemacht haben. Die meisten haben dann geheiratet, Kinder bekommen und waren erstmal viele Jahre zu Hause. Aber auch das hat sich geändert. Die Beschäftigungsquote der Frauen ist sehr stark gestiegen. Da sind wir ja, ist ja die Politik dabei. Und ich weiß, ich kann nicht wirklich unterscheiden, was Ursache, was Wirkung ist. Ist es wirklich so, dass die Frauen alle arbeiten wollen und auf keinen Fall zu Hause bleiben wollen und sich um Kinder kümmern wollen? Oder ist es so, dass die Politik und Gesellschaft will, dass sie es tun? Und, also ich finde es sehr schwierig auseinander. Die finanzielle Not ist einfach der das, Punkt. Das ist noch finanzielle Punkt. Das, also ich würde nicht sagen, die finanzielle Not. Aber die finanzielle Not, aber dass man sagt, dann stehen wir besser. Aber tatsächlich die Aussichtslosigkeit, nochmal einen guten Job zu kriegen, wenn du eine gewisse Position gehabt hast. Ja. Und da ist sind Firmen teilweise gnadenlos und die akzeptieren einfach keine längere Pause. Wie gesagt, das ist vielleicht bei der Verkäuferin vollkommen egal, das ist bei einigen Berufen egal, aber ab einem gewissen Level wird da drauf geguckt und du kannst nicht einfach mal nichts tun oder länger zu Hause bleiben. Also ich kann mich erinnern, ein Arbeitskollege von mir, der hat mir den Kopf geschüttelt über eine Kollegin, die Mutter wurde und die dann irgendwie eineinhalb oder zwei Jahre zu Hause ist und damit. Da kann ich es überhaupt nicht verstehen, weil die wird doch danach nie mehr in die Arbeit reinfinden. Diese Gedanken, die herrschen vor. Du hast zwar vollkommen richtig das gesagt, dass früher die Familie zusammengewohnt haben und zu Hause waren, aber doch berücksichtigt eins dabei nicht, die ganzen Auslandshilfen, die es mittlerweile gibt, die gab es dafür nicht. Es gab keine Waschmaschine, es gab keine Spülmaschine. Es war viel aufwendiger zu kochen, es war auch viel aufwendiger, das Zeug einzukaufen. Man konnte es noch früher noch nicht mal haltbarer machen, weil es keine Kühlschränke gab. Das Perverse ist allerdings, dass die schönen Sachen, die Haushaltsarbeit so schön erleichtern, ja alle einen Haufen Geld kosten und das muss erwirtschaftet werden. Und jetzt haben die Frauen zwar daheim nicht mehr so viel zu tun, aber dafür müssen sie mit dazu verdienen, um die Arbeitsersparnis, die sie haben, zu finanzieren. Also irgendwie ist das Ganze schon ein bisschen pervers. Das ist überhaupt nicht pervers, ich möchte mal was dazu sagen. Das nervt mich. Erstens leben wir in einer Gesellschaft, der es unwahrscheinlich gut geht, die wie ein Fettauge eigentlich auf der globalen Wirtschaft schwingt, wenn man sich überlegt, wie multinationale Konzerne immer genau diesen fehlenden Standards, die Sie gerade erwähnt haben, nachreisen, um noch schnell dieses Gefälle an Standards auszunutzen, zu unserem Vorteil hier. Und ich verstehe nicht, wie man auf Schulen schimpfen kann, die besten Schulen der Welt sind. Und unsere Kinder werden in keinem Fall begehren. Ich kriege das, krieg das mit. Meine Tochter ist hochzufrieden, sagt, sie würde nie eine Schule wie ihre Schule, in der sie hier in Kitzingen geht, eintauschen.
Also wir haben 4 Kinder, die haben das alle gesagt, sind alles in den verschiedenen Schulsystemen, sind wirklich zufrieden, wenn man sich überlegt, was auf der Welt sonst los ist. Und auch die Gesellschaft, sie bestimmt uns nicht und sie determiniert uns nicht und sie zwingt uns nicht, weil wir sind nämlich Menschen mit einem freien Willen und einem freien Verstand und wir sind die Gesellschaft, wir bilden diese Gesellschaft. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte heute was ändern, dann werde ich mein kluges Köpfchen verwenden und mir überlegen, wo kann ich was ändern. Und dann fange ich mit meinen eigenen Verhaltensweisen an. Dann schaffe ich zum Beispiel mein Auto ab, so wie ich das gemacht habe. Ich kaufe erst wieder eins, wenn es ein Elektroauto gibt. Dann schaue ich mal, wo kann ich denn in der Welt wirklich was ändern. Vielleicht meine Konsumgewohnheiten, dann kriege ich plötzlich mit. Heute steht sogar in der Kitzinger Zeitung, das hat die Landpostille erreicht, dass Fleischernährung sogar meinen eigenen Körper schädigt. Jetzt habe ich mir noch überlegt, dass ich damit viel Gutes tun könnte, wenn ich es ein bisschen weglasse, wenn ich Massentierhaltung abschaffen, Ausbeutung von Menschen abschaffen, ja, die in diesen Betrieben arbeiten müssen, vegane Betriebe zum Beispiel fördern kann durch mein Kaufverhalten, da habe ich doch einen freien Willen. Und da bin ich doch kein Hamster im Hamsterrad. Und noch eins, dass Frauen arbeiten dürfen, dass Frauen selbstbestimmt im Leben stehen dürfen, das ist kein Manko. Das ist eine Errungenschaft, mit der wir uns Selbstachtung verschaffen, mit der wir uns Anerkennung verschaffen, mit der wir uns in der Gesellschaft Respekt verschaffen, dass wir zum Beispiel auch wählen dürfen, aber auch, dass wir in der Gesellschaft mitmischen dürfen bis in die Führungsposition. So, und jetzt zu dir. Und gerade Linie, die haben immer Männer gefahren, die ganz nett gefahren. Sie sind hoch angesehen, ob sie Napoleon oder Alexander der Große hießen. Sie haben sich immer geeinigt. Männer können sich einigen in ihren Gruppen. Ganz schnell ist die Hierarchie ausdiskutiert. Die brauchen 1-2 Tage, dann streiten sie mal und dann gehen alle in eine Richtung. Nämlich die Richtung, die der Häuptling sagt. Alle anderen würden gegenseitig diese Hierarchie nicht mehr anzweifeln. Schlimm wird es, wenn Frauen dabei sind. Die Merkel zum Beispiel. Frauen machen nämlich nicht den Feldzug in eine Richtung, sondern sie könnten eigentlich auch mal das überlegen, eigentlich ist das unsozial und eigentlich sollte das so und so sehen und eigentlich sollte das ganz anders sein. Und übrigens, im Unikeller gibt es Mäuse. So, ihnen fällt dauernd was ein. Das heißt, sie bremsen, sie stoppen, aber sie zwingen auch, dass man mal auf die Seite guckt, dass man auch mal schaut, wo es unsozial wird. Sie bremsen diesen Marsch auf Ziele, auf die klare Linie. Diese konkreten Ziele, die nämlich auch Kollateralschäden verursachen. Sie sagen, pass mal auf, in der Ernährung kann man ganz viel machen. Du nützt dir, du nützt der Welt, du nützt der Wirtschaft. Und so schlimm ist es doch gar nicht. Uns geht es nämlich verdammt gut. Und wenn mir so gut ist, dass mir so langweilig ist, dass ich mir überlegen muss, wie ich mich über meine Zeit noch weiter optimieren muss, dann geht es mir schon verdammt gut, dann geht es mir schon wieder so gut, dass mir schlecht geht. Ja? Und das ist das, was ich hier raushöre. Ich bin dankbar, dass ich hier lebe, dass ich in einer unbeschreiblich demokratischen Gesellschaft lebe, die Transparenz arbeitet, die mir gestattet, hier jetzt die Klappe aufzumachen und meinen freien Willen wirklich zu leben. Und da bin ich froh, dass ich als Frau eben nicht durch alle möglichen gesellschaftlichen Vorurteile gezwungen bin, daheim bleiben zu müssen, um Kindlein zu ernähren. Ich habe selber 4 Kinder und ich habe gearbeitet. Ich möchte jetzt, also bitte etwas sagen. Ja. Ich habe in keinem Moment gesagt, dass eine Frau nicht arbeiten soll oder dass sie arbeiten soll. Ich habe eine Analyse getätigt, warum die Menschen vielleicht weniger Zeit haben. Ich habe nicht in einem Moment gesagt, dass die Frau nicht arbeiten soll. Ich habe nicht in einem Moment gesagt, dass es schlecht ist, dass Frauen arbeiten. Das kann man aber bei Ihnen so nicht. Nein, das kann man nicht so gehört. Ich habe auch so gehört, das haben Sie rein interpretiert. Das kam bei Ihnen vielleicht so an, aber bei mir kam es so an. Okay, das kann ich schon. Ich habe gesagt, warum es sein kann, dass die Menschen besser. Ich habe sogar gesagt, ich weiß nicht, aus welcher Richtung es kommt. Ob die Frauen mehr arbeiten wollen oder ob die Gesellschaft, ich habe gesagt, ich kann es nicht auseinanderhalten. Ich möchte bitte das klarstellen. Es ist ein Rätsel, dass man weniger Zeit hat. Wenn man zum Beispiel nicht rund um die Uhr auf dem Acker arbeiten muss oder in Betrieben, in denen zum Beispiel wie Anfang der Industrialisierung noch nicht einmal ein Wochenende definiert ist, keine Arbeitszeiten definiert waren, sondern das alles Verhandlungssache war und die Leute ausgenutzt wurden, so wie sie heute in China oder in Bangladesch ausgenutzt werden. Ich möchte auch noch eine Stellungnahme geben zu dem kein Fleisch konsumieren und vegan oder durch was Gutes tun. Das ist eine reine Selbsteinschätzung und ich habe die Studie gelesen. Es ist einfach ein Hype, der jetzt darum gemacht wird, eine Verzerrung dieser Aussage, sie ist einfach nicht korrekt. Man kann die Studie. Das haben Sie jetzt.
Ja. Aber das ist, denke ich, ein anderes Thema. Es gibt Möglichkeiten im Verbraucherverhalten, und das war ja ein Beispiel von mir, im Verbraucherverhalten Veränderungen zu erwirken, sodass wir gar nicht mehr nötig haben, auf unsere Gesellschaft zu schimpfen. Wir können sie auch durch unser Tun verbessern. Okay, ich nehme erstmal die Wortmeldung. Ja, ich würde gerne was zum Thema Zeit sagen. Also Zeit hat ja sehr viel auch mit Gefühlen zu tun, auch mit der inneren Einstellung. Und ich bin in der Woche gute 100 Stunden beschäftigt. Wenn Sie mich fragen, ich habe immer Zeit. Ja? Ich musste heute mal 20 Minuten auf jemanden warten. Das war für mich eine wertvolle Zeit, einfach um auch wieder mal kreativ zu sein. Ja? Also ich habe das Gefühl, wenn einem im Leben die Arbeit Spaß macht, hat die Zeit ein ganz andere Wertstellung. Wenn ich natürlich etwas mache, was mir überhaupt keinen Spaß macht, dann habe ich das Gefühl, die Zeit, ich bin der Knecht der Zeit. Ja? Es gibt ja dieses Beispiel, eine sagt, ich habe die Zeit, also ich habe die Uhr, ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergegeben habe, aber so ähnlich ist es. Ja? Mhm. Also ich bin total beschäftigt und ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem immer noch genügend Zeit. Ich stehe nicht unter Zeitdruck. Ich möchte auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass ich durchaus der Meinung bin, dass da nicht sehr viel Besseres passieren konnte im Laufe der Menschheitsgeschichte, als in der Mitte des 20. Jahrhunderts oder etwas später in Mitteleuropa auf die Welt zu kommen. Aber ich glaube, da waren Sie vorher noch gar nicht da. Die Diskussion ging eigentlich in die Richtung, dass es schon klar ist, dass alle Menschen zumindest bei uns ihren freien Willen haben. Nur woran es eigentlich liegt, dass 90% ihn nicht nutzen. 95% sogar wahrscheinlich. Egal. Ja. Darum ging es eigentlich. So saturiert, würde ich mal sagen. Man ist so saturiert, dass man sagt, man legt die Standardeinstellungen. Im Prinzip, macht man das. Okay. Ja, es fehlt letztendlich an der Konsequenz jedes ein oder vieler dieser 95%, wenn wir von denen reden. Ja, diese Konsequenz ist wirklich auch zu 90%, sage ich jetzt mal, durchzuziehen. Die laufen einfach. Weil permanent irgendwelche Sachzwänge uns glauben, daran zu hindern, dass wir das, was wir eigentlich wollen, tatsächlich auch tun. Also diese Sachzwänge, das sind die Dinge, die uns eigentlich immer davon abhalten. Und was uns eigentlich fehlt, ist das erste Wort, was nämlich da hinten steht. Oder wir benutzen es als Ausrede vor uns selbst. Wir brauchen eigentlich mehr Visionen. Ja. Ja, und müssen auch nach diesen Visionen leben. Und auch eine Angela Merkel, ich denke mal, die lässt sich auch zu sehr von ihren Sachzwängen, auch wenn Ansätze da sind, ja, die sicherlich gut sind, aber ich denke mal, sie lässt sich zu sehr auch von ihren Sachzwängen, von der männerdominanten Gesellschaft, politischen Gesellschaft, in der sie sich bewegt, ganz einfach immer wieder beeinflusst. Sie kann auch nicht so, wie sie ganz wahrscheinlich ganz gerne möchte. Es ist auch komisch, ich kann mich noch daran erinnern, dass es Politiker gab in Deutschland, die im ganz normalen politischen Leben drin waren, die Visionen hatten. Die gibt es eigentlich überhaupt nicht mehr. Mhm. Warum gibt es die nicht mehr? Weil politisch diskreditiert wurde, Visionen zu haben. Weil wir ganz viele Politiker haben, die danach gucken, was gewählt wird. Und nicht, die opportunistisch sind und nicht nach dem, was richtig ist. Aber das oder was sie für richtig halten von. Die mussten doch früher auch gewählt werden. Es aber Willy Brandt ist gewählt worden, weil er Visionen vermitteln konnte. Der hat für was gestanden. Ich weiß es nicht. Ich meine, du, der hatte Charisma. Ja. Ich glaube nicht, dass der in seinem politischen Leben, also ich glaube, da gibt es einige Dinge, über die man sehr. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Nein, aber er hatte Charisma. Das ist das, was ihn ausgezeichnet hat. Der konnte sich vor der Gruppe hinstellen. Oder ich meine, typisch ist dieser Kniefall da in Warschau, ja? Den er gemacht hat. Das hätte auch kaum jemand. Der hat das Gespür für den Moment gehabt. Er hat zwar menschlich an manchen Stellen, glaube ich, ein sehr großes Manko gehabt am Ende seiner Regierungszeit, aber er hat, das ist angekommen. Das hat natürlich auch nicht jeder. Okay. Aber ich glaube, viele Politiker haben Angst davor, das zu tun, was sie für richtig halten, weil sie Angst haben, nicht gewählt zu werden und weil sie dann, sie brauchen den großen Konsens, damit sie ja, da oben bleiben. Da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Ja. Was den freien Willen anbelangt, ich bin ja mit Polen verbunden, meine Frau kommt aus Polen. Wenn Sie mal Generationen hinweg immer gesagt haben, was sie machen müssen, und die können ihren freien Willen gar nicht mehr nutzen, weil wenn ihnen keiner mehr sagt, was sie machen sollen, stehen sie da und haben keine Antwort mehr. Ja? Also denen wurde regelrecht aberzogen über Generationen, die wir überhaupt den freien Willen einzusetzen. Ja? Das ist ganz schwer. Also meine Frau tut sich da teilweise furchtbar schwer. Wenn jemand da ist, der sagt,
mach das oder mach, also jetzt übertrieben, sie, es fällt ja einfach schwer. Wenn aber einer mal 30 Jahre selbstständig war, dann weiß der, oder Frau Mario, also ich weiß, was ich will und dann mache ich das und fertig aus. Ja. Das ist aber Generationen aberzogen. Also deswegen, das kann ich, diese beiden Aspekte im Endeffekt, warum sind Politiker heute nicht mehr in der Form visionär oder gehen im Endeffekt auch Risiken ein? Weil die Zeit in der Hinsicht schneller geworden ist, ich bekomme sofort das Feedback, kommt es an oder kommt es nicht an? Genau und, das. Und genau das macht im Endeffekt Politiker zur Beliebigkeit. Es setzt sich nur der durch, der im Endeffekt auf der Welle surfen kann. Und ich will wiedergewählt werden. Das ist so. Genau, deswegen, also nur der, der auf der Welle surfen kann, der wird wiedergewählt und kann weitermachen. Und das ist halt sozusagen eine Masse, ist eine Masse von einem unglaublichen Individuum, da kommt halt mal die eine Strömung, mal die andere Strömung stärker durch. Und deswegen findet im Endeffekt auch keine größere Umstieg statt. Weil das kann ich überhaupt nicht lang genug durchhalten. 4 Jahre, um eine Gesellschaft zu ändern, vergiss es. Und vor allen Dingen, wenn ja spätestens nach 2 Jahren, so wie im amerikanischen Wahlkampf, geht schon die Jagd nach dem nächsten Präsidenten los. Also im Endeffekt 2 Jahre Politik, was will ich denn damit erreichen? Damit kann ich, im Endeffekt, das war doch, nein, das ganz kurz. Keine Verantwortung für das, was man vorher gemacht hat. Das ist noch ein anderer Punkt, den kann ich auch gerne nochmal aufgreifen. Im Endeffekt, was wir auch in Deutschland immer wieder erlebt haben, sozusagen diese großen Umschwünge, wie lange die Roten regiert haben, alleine, und dann die Schwarzen. Und im Endeffekt, die haben dann Weichen gestellt und die anderen haben dann davon profitiert. Und immer dieser Wechsel. Mhm. Und wenn man sich nämlich genau anschaut, wer hat denn tatsächlich die Weichen für bestimmte Erfolge der einen Regierung, die sozusagen nach 2 Jahren hatten die unglaubliches Wirtschaftswachstum, nachdem sozusagen gerade, das lag doch nicht daran, dass sie jetzt 2 Jahre die richtige Politik gemacht haben. Das lag daran, dass die Weichen vorher richtig gestellt werden. Aber wer hat denn heute in unserem medialen Zeitalter noch ein Gedächtnis? Wer erinnert sich denn noch, was vor 6 Jahren, was hat Merkel vor 6 Jahren gemacht? Weiß das noch jemand? Weiß überhaupt jemand, was sie vor 2 Jahren entschieden hat? Also im Endeffekt, es ist doch nur doch das präsent, was sozusagen direkt durch die Medien flattert. Und deswegen ist es doch sinnlos, auf dieser Ebene Entscheidungen zu treffen, die langfristig irgendetwas tun sollen. Deswegen ist es im Endeffekt, in die eigene Sphäre reinzugehen und zu sagen, vergiss doch das da oben, sondern ändere das, was du ändern kannst. Und da bist du verbunden, weil da kriegst du jeden Tag Feedback. Ob das mit den Kindern sozusagen geklappt hat, ob es denen gut geht, das sieht man jeden Tag am Abendtisch sozusagen, wenn man das noch hat. Und was ich gerne nochmal aufgreifen wollte, weil das Thema Verantwortung war ja vorhin auch, es ist unsinnig zu erwarten, dass ein Politiker für die Position, die er innehat, auch Verantwortung übernehmen könnte. Was soll er denn da verantworten? Es sind tausende Menschen unter ihm, die treffen Entscheidungen, die machen in der Situation das und das. Wer soll denn entscheiden, ob ein Hartz, also jemand, der einem Hartz-IV-Empfänger das streicht oder das erlaubt? Das kann doch der Minister oben nicht verantworten. Also die Erwartung zu glauben, dass ein Minister oben eine Verantwortung dafür tragen könnte, indem er dann zurücktritt oder sonst was, weil irgendetwas in seiner Behörde gelaufen ist, die haben doch überhaupt keinen blassen Schimmer, was tagtäglich in ihrem Namen passiert. Und das ist im Endeffekt auch das Problem. Selbst wenn ich auf uns Individuen zurückkehre und sage, was kann ich denn tatsächlich verantworten? Ich könnte nicht mehr verantworten, mit dem Auto zu fahren. Ich benutze es immer noch regelmäßig und fahre damit, aber ich könnte doch nicht verantworten, was ich mit diesem Auto anstellen kann. Ich kann einen Unfall haben, bin unaufmerksam, fahre in irgendeinen Tandlaster rein, da fliegt sonst was von der Brücke, 10 Menschen sterben. Das kann ich nicht verantworten. Das heißt, wir alle haben tagtäglich, wir nutzen unsere Möglichkeiten durch Maschinen, durch im Endeffekt Effekte. Und wenn wir uns wirklich hinstellen und glauben, wir können das nicht verantworten. Wir sind nicht in der Lage, das, was sozusagen an Schaden daraus entstehen kann, wirklich zu verantworten. Das ist illusorisch. Und das heißt, auch das braucht einen im Endeffekt anderen Blick, weil nur die Gesellschaft kann es verantworten. Wenn ein Atomreaktor hochgeht, das kann keiner dieser Konzerne verantworten. Und ob die Gesellschaft wirklich bereit ist, das zu verantworten, keine Ahnung. Also im Endeffekt, wir arbeiten tagtäglich, individuell als auch global, mit Elementen, die wir uns erschaffen haben. Wir sind gut im Erschaffen von Möglichkeiten. Wir können Berge abtragen, wir können, so nach dem Motto, wir können Kontinente bewegen. Aber was danach passiert, können wir nicht verantworten. Also der Verantwortungsbegriff, denke ich, braucht auch eine neue Eichung, zu verstehen, ich bin verantwortlich für das, was ich mache, ja. Aber ich kann nicht wirklich sagen, ich könnte verantworten, dass ich irgendjemanden dabei, der dabei zu Schaden kommt. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, Autofahren ist für mich das praktischste Beispiel. In dem Moment, wo ich in einem Auto sitze und eine Sekunde unaufmerksam, Unfall, springendes Kind auf die Straße gefahren, überfahren. Ich kann es nicht verantworten. Aber ist die Konsequenz jetzt, ich bewege nicht mehr, ich benutze keine Transportmittel oder ich gehe im Endeffekt das Risiko ein, dass Effekte sind, die ich nicht verantworten kann und ich dann nur so gut wie möglich zu sagen,
Ja, was bleibt am Endeffekt am Ende? Weil wie soll diese Verantwortung denn dann aussehen? Das Restrisiko ist ja, sag ich mal, immer, aber es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob ich ein verantwortungsvoller Fahrer bin oder nicht. Wenn ich sage, ach scheiß auf die anderen, maß einfach drauf, ist das ein Unterschied. Das Gleiche ist, ob jetzt ein Politiker oder Manager sagt, ich fühle mich verantwortlich für meine Leute, ob das jetzt die Bevölkerung oder die Belegschaft ist. Es gibt ja durchaus Leute, die machen ihre Millionen und Milliarden und die haben tatsächlich ein Gefühl für ihre Mitarbeiter. Die haben das ist halt der Punkt, wo ich einfach sage, mir fehlt halt heute, dass Leute, die greifen sich das dicke Geld ab und sagen dann, ja, der Rest interessiert mich dann aber nicht. Und ich denke mal, dass eben auch ein Politiker sehr wohl verantwortlich ist, ein Stück weit. Natürlich nicht alleine, ist ganz klar. Ich meine, zumindest beim nuklearen Holocaust ist das schön, da kriegen es ja alle ab. Da sind wir ja alle betroffen. Also das ist, auch wenn der eine sich vielleicht einen besseren Bunker leisten kann. Aber ich glaube, es ist einfach, also mir ging es da ja nicht darum, das absolut zu sehen, sondern eben einfach, dass halt schon natürlich, wenn ich einen wichtigen Posten habe, kommt damit auch eine gewisse Verantwortung und die sollte ich auch nutzen. Und ich meine, jeder Einzelne muss auch schauen, was ich gut fände, mal für einen anderen Termin, wie man dazu kommen kann, seine Ziele und diese Dinge zu fokussieren, wenn du sagst, dass es nur 5% machen. Dass man was jetzt nur dieses sagt, ja, die meisten machen es ja gar nicht, sondern wie geht es dahin? Wie kommt man dahin? Das fände ich zum Beispiel auch mal noch sehr spannend, aber ist ja jetzt, wäre wieder ein ganz neue. Also ich habe schon angefragt, dass ich auch mal Vorträge halten darf, das könnte man so ein Thema haben. Sehr schön. Aber das bedeutet, Entschuldigung, was Sie sagen, bedeutet ja, jeder, der Strom aus der Steckdose nutzt, ist im Grunde genommen auch verantwortlich für die Atomkraft. Du kannst jetzt auch Strom abnehmen, der aus ökologischem Kontext kommt. Kann man das wirklich so machen? Aber bei der LKW. Wenn es zum Beispiel gerade von der Verantwortung als Autofahrer reden, das ist nicht nur das Kind, das Ihnen beispielt, das müssen Sie durchaus verantworten, sondern das wird vor Gericht ausdiskutiert. Ja. Sondern zum Beispiel, wenn Sie Auto fahren, müssen Sie auch verantworten, dass Sie Öl abnehmen, das aus den Saudi-Arabischen Emiraten kommt. Und dass dieses Öl unter Umständen dafür verantwortlich ist, dass in Kürze ein junger Mann mit 21 Jahren hingerichtet werden soll und gekreuzigt, weil nämlich dieses System nur dadurch stabil bleibt, dass es die Abnehmer für dieses Öl machen. Wir sind doch für das verantwortlich, was wir tun. Weil wir uns über die Tragweite dessen, was wir tun, es nicht mal bewusst machen. Wie kann ich auf eine Gesellschaft schimpfen, die mich dann Sachzwängen ausliefert? Die Sachzwänge mache ich doch selbst, indem ich über das, was ich tue, nicht nachdenke und dafür keine Verantwortung übernehme. Wie kann ich von einem Politiker verlangen, dass er Verantwortung für irgendwas übernimmt, wenn ich für mein eigenes Handeln keine Verantwortung übernehme? Wenn ich mir dessen nicht mal klar bin, wie die Tragweite ist, du kannst ja Ursprung kaufen. Ja, aber es ist ja so, mit Autos werden ja auch Kinder in die Schule fahren und Menschen, die dann kurz davor sind, durch einen Verkehrsunfall werden gerettet durch Fahrzeuge. Ja. Und ich meine, es ist halt nun mal so, es kann auch einen Sturm geben, ein Erdbeben und es werden Millionen von Menschen getötet. Ja, es ist halt nun mal so, dass eben mit allem Positives und auch Negatives verbunden ist. Und da braucht man auch nicht Verantwortung jetzt auf jemanden, dass jemand Verantwortung übernehmen muss, sondern es ist halt einfach das Leben mit seinen Aufgaben. Und jeder muss einfach gucken, dass er in seinem Verantwortungsbereich das tun kann, was er tun kann. So ist es. Und tut. Ja. Aber jedem von uns kann es passieren, dass er halt mal eine Sekunde einlegt und dann plötzlich jemand umfährt. Ja, mein Gott, dafür sind wir Menschen und keine vollkommenen Geschöpfe. Der liebe Gott hat sich was dabei gedacht. Mhm. Ja. Gehen wir jetzt mal als Schlusswort. Genau, das wollte ich jetzt gerade nochmal aufgreifen. Genau, weil eben ja mit dem Thema Verantwortung ist im Endeffekt auch sehr viel damit verbunden, weil eben auch in unserer Verantwortung liegt, in welcher Gesellschaft wir eben leben wollen, die Frage zu stellen, wie soll unsere Gesellschaft sein, wie gestalten wir sie und in dem Zusammenhang auch, wie soll das Geld aussehen, sofern wir überhaupt eben in einer Gesellschaft leben wollen, die Geld benutzt oder noch Geld benutzt und eben diese Perspektiven zu sagen, wo will ich hin? Eben die Vision wieder zu entwickeln, zu sagen, es geht nicht darum, im Endeffekt in einem Hamsterrad sein Leben sozusagen über die Runden zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern tatsächlich ein Leben zu leben, zu erleben, zu schöpfen aus dem, was man ist, aus dem, was man hat. Und daraus, ja, und damit danke ich, dass ich heute hier sein durfte und ja, ihr Leben in Verantwortung machen. So. Im Namen des Städtischen Museums Kitzingen und kann mir nur wünschen, dass vor allem da, in den Ländern, wo die Menschen wirklich in Hamsterrädern sind und sogar in Hamsterkäfigen wohnen,
waren gerade bei China oder Bangladesch, dass vor allem diese Leute es erstmal schaffen, aus ihrem Hamsterrad herauszukommen, denn unsere Hamsterräder sind golden.